Rentnertag. Präsentiert von Big Webber und Snooki. Und damit einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rentnertalk. Schön, dass ihr da seid. Webber ist am Start. Frisch aus dem Urlaub, frisch motiviert, frisch erholt oder was auch immer. Vielleicht erzählt er das ein oder andere. Frisch fetten Sonnenbrand und schwitzt sich hierhin ab. Frisch fetter Sonnenbrand und fetter Schweiß. Ja, ja, Mann, Beste hier, ja. Bodensee Original. Original, Bodensee in dein Gesicht und so weiter und so fort. Ja, Leute, heute Folge 32? Ja, okay, ja. Geht es um etwas, ja, wir befinden uns ja, sag ich ja gerne immer, im goldenen Zeitalter der Serien. Und heute reden wir über unsere drei Sommerserien. Hits, ja. Und wie gesagt, da haben wir uns jetzt mal so drei rausgesucht und über die eine Serie, wir haben eine dabei, die ist absoluter Rotz, absoluter Schmutz, absoluter, warum wir die als Folge dann Serienhits nennen, ist mir jetzt gerade auch so im Nachhinein so, aber egal. Wir haben eine Serie, die stark, die für mich persönlich so ein bisschen mittelmäßig war, und wir haben eine Serie, die ultra stark war, aber auch ihre Schwächen hatte. Okay. Kann man das so betiteln? Ja, ja gut, bei mir sind es ja eigentlich zwei, weil die eine habe ich nicht gesehen. Dafür werde ich dann nachher noch kurz eine andere dritte Serie nur kurz anreißen als Tipp. Genau, die du nicht das können wir ja dann richtig, weil es gibt ja dann auch noch andere Serien, die richtig jetzt vielleicht erst rausgekommen sind, wo man angucken könnte. Richtig. Hm? So, genau. Und natürlich möchten wir auch vorab sagen, um welche Serien es sich handelt, damit ihr dann natürlich, falls es zu Spoilern kommt, weil es wird definitiv zu Spoilern kommen, und ihr wollt nicht gespoilert werden, dann müsst ihr jetzt abschalten. Haben wir zwar noch nie gemacht in der Podcast-Folge, so von wegen, guckt unsere Serie in unserer Folge nicht, aber wir wollen euch ja auch nicht spoilern. Na, also von dem her, liebe Leute, lasst euch nicht von uns spoilern. So, genau. Es geht um drei Serien, die wir jetzt rausgesucht haben. Das ist einmal The Acolyte von Disney Plus, aka Star Wars. Ja. Dann haben wir The Boys, Staffel 4 von Amazon Prime. Und Highlight House of the Dragon, Staffel 2 von HBO. Und du möchtest eigentlich noch kurz eine anteasern? Ja, kannst du dann gerne auch schon mal noch vorab eine, sagen? Die ist zwar schon vor dem Sommer gestartet, ist jetzt aber die erste Staffel im Sommer beendet worden. Also das Finale war jetzt im Sommer. Und zwar ist es eine Netflix-Serie. Jetzt haben wir alle Streaming-Dienste zusammen. Und es ist ein Anime natürlich. Ja, man muss ja ein bisschen Anime bringen. Und die natürlich nennt sich Delicious Dungeon. Delicious Dungeon. Okay, da bin ich auch mal gespannt, weil das ist ja dann dein Steckenpferd. Jo. Okay. Wie möchten wir anfangen? Also ich würde mal sagen, das Gute kommt zum Schluss. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen zusammenreißen, nicht hier komplett ausrasten zu müssen, oder? Kommt dein Solo-Part. Mein Solo-Part, okay. Ja, ich habe hier auch schon den Wikipedia-Artikel. Ich bin jetzt ein bisschen angestrahlt, Leute. Und zwar die Acolyte, ja. Also... Hallo Frau Webber im Hintergrund. Ja, die ist am Telefonieren. Du weißt, wenn Frauen telefonieren, dann oh je. Oh je. Ja, okay. Also, die Acolyte. Eigentlich meine Hoffnungsserie, was Star Wars angeht. Star Wars hat in den letzten Jahren nicht gerade geglänzt, was Serien angeht. Es gab einige Serien, wo ich gesagt habe, mega Bombe, geil. Ja, unter anderem zum Beispiel Ahsoka haben wir beide gesehen, war geil, war fett. Ja, ja. Wir haben Andor gesehen, war geil, war fett. Mandalorian, die ersten zwei Staffeln fand ich noch gut, die dritte hat noch so ein bisschen nachgelassen, fand ich, aber okay, darum soll es jetzt heute nicht gehen. Hat aber dementsprechend halt auch viel Schmutz gebracht, wie Obi-Wan Kenobi, fand ich absolut scheiße. Hat so seine Momente gehabt, das Buch von Boba Fett war auch okay, aber ja. Hat halt so auch ein bisschen nachgelassen, fand ich so, ne? Und deswegen war halt die Acolyte für mich eigentlich endlich mal auch was anderes, weil es ja 100 Jahre vor der Hauptserie spielt, ja? Das heißt, in der Hohen Republik. Und da gab es eine Ex-Jedi-Schülerin,
Die May. Ja, die May. So, und die May hatte eine oder hat eine Zwillingsschwester, von der sie aber nichts wusste. Beziehungsweise man hatte sie für tot gehalten. Und genau diese Zwillingsschwester tötet Jedi, weil sie angepisst ist auf die Jedi. Ja, die ist sowas von angepisst, ja. Und das, da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail rein, weil das ist sehr komplex und irgendwie verwirrend auch alles so ein bisschen. Was ich schon von vornherein, wo ich echt gedacht habe, so, ich könnte doch nicht sowas bringen, ja. Die Serie wird beworben mit der Hauptdarstellerin von Matrix, ja, Trinity. Wie heißt sie? Kate Moss? Nee, nicht Kate Moss. Doch, die heißt doch irgendwas mit Moss, ne? Wie heißt sie? Gute Frage. Ich hab's gerade nicht im Kopf. Carrie Ann Moss heißt sie, genau. Carrie Ann Moss. So, wird dargestellt als die Über-Jedi, ja, die kraftvoll, was weiß ich was, ja, mächtigste Jedi aller Zeiten, etc., pipapo. Was passiert mit ihr? Sie stirbt in den ersten 5 Minuten. Wo ich mir auch gedacht habe, wie könnt ihr Werbung machen mit so einer krassen Schauspielerin, ja, die, und lasst sie in den ersten 5 Minuten sterben. So, sie kommt zwar ab und zu wieder in so Flashbacks, ja, so, wo dann im Prinzip das, die Geschichte von den Zwillingen als Kinder erzählt wird. Also es ist komplett komplex, komplett irgendwie, keine Ahnung, ständige Zeitsprünge, irgendwie total weird, ja, die Story hat für mich null irgendwie Sinn gegeben. Was ich allerdings gut fand und was sie richtig gemacht haben, fand ich, sie haben die Sith gewinnen lassen. Oh. Also sie haben dann mal, ja, da sind mal in einer Folge, ich weiß nicht, was waren, 6 Jedis von einem Sith getötet worden. Innerhalb von kürzester Zeit. Bam, 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 bam. So, die Lichtschwert-Choreografien waren Bombe. Da kann ich sagen, geil. Hat mir echt gut gefallen. Allerdings, wo es dann darum ging, dass die Osha, und so heißt ja die Zwillingsschwester, habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt, versucht hat, die Jedi zu töten, ja, die wurde von diesem Sith sozusagen unterrichtet. Und der hat ihr die Aufgabe gegeben, die Jedi ohne Waffe zu töten. Das heißt, keine Lichtschwerter, keine Messer, etc. pipapo. Und die Jedi haben eine goldene Regel, sie werden niemanden angreifen, der unbewaffnet ist. So, stimmt, was ist passiert? Na? Es wurde ein Wirrwarr aus Mixed Martial Arts. Ich habe mich irgendwann zwischendrin habe ich mich in Matrix gefühlt. Nur in hellen Klamotten. Ja, nicht Lack und Leder, sondern Staubsäcke. So Kartoffelsäcke. Ja, so. Also wirklich verwirrend ohne Ende teilweise. Gleichzeitig hat die Serie die Haupt-Star Wars-Reihe in meinen Augen teilweise echt hops genommen. Wo ich mir gedacht habe, ihr könnt doch jetzt nicht hier die Hauptstory einfach, wie es euch geliebt, einfach mal verändern. Und zwar wurden da eine Sache zum Beispiel in, so könnte man jetzt vermuten, gelöst. Und zwar, wie ist Anakin entstanden? Du kannst dich doch bestimmt noch an das Gespräch erinnern in Episode 1. Wo Qui-Gon gefragt hat, wer ist sein Vater? Ja. Was hat die Mutter gesagt? Boah, ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was ist der Schrottsammler? Ich weiß es nicht. Nein. Sie hat gesagt hier von wegen, sie kann es sich nicht erklären. Sie trug ihn aus, hat ihn aufgezogen und sie weiß nicht, was passiert ist. Ja, so. So, Maria. Ne? Jungs. So in etwa, genau. Und Qui-Gon hat auch etwas erwähnt, nämlich eine Vergenz der Macht. Ja. Und genau das wurde in dieser Serie wieder aufgegriffen. Man hat nicht gesehen, wie es passiert ist, aber diese Mädels wurden nicht auf natürlichem Wege erzeugt, sondern erschaffen, sozusagen, mit Hilfe von Magie. Ja, weil diese 2 Mädels sind tatsächlich Töchter eines Hexenzirkels. Und die ziemlich kraftvoll, mächtig. Ja, und die eine ist halt so die Obermutter und die hat anscheinend diese 2 Mädels erschaffen. So, damit könnte man jetzt natürlich vermuten, okay, dasselbe hätte mit Anakin vielleicht auch passieren können. Ne? Man weiß es ja nicht. Das war jetzt so eine Sache.
Das andere, was mich ultra gestört hat, ja, auch Episode 1 wurde gesagt, die Sith sind seit mehreren Jahrhunderten ausgestorben. Ne? Waren sie dann wohl doch nicht. Waren sie doch nicht. Und das Witzige an der Sache ist, am Ende von der letzten Folge siehst du Yoda. Aha. So, wie kann Yoda innerhalb von 100 Jahren vergessen, dass die Sith plötzlich da sind? Gute Frage. Schlechtes so. Gedächtnis. Richtig, ja, vielleicht Alzheimer oder sonst irgendwas, genau. Also es ist, ja, keine Ahnung. Vor allem halt auch die eine Oberjedi, die hat kein Lichtschwert, sondern eine Lichtpeitsche. Wo ich mir auch gedacht habe, so, was zur Hölle ist das? Gut, was zum Fick? Lustiges Gimmick, aber naja. Brauche ich jetzt nicht. Und was ich auch cool fand, es gab zum allerersten Mal einen Wookiee-Jedi. Das finde ich cool. Fand ich okay. Gut. Das waren so Kleinigkeiten, wo ich gesagt habe, ja, okay, da kann man, aber im Groben und Ganzen habe ich mir nur gedacht, so, ach nee, bitte nicht. Warum? Ihr verhunzt diese Serie. Aber in einer Zeichentrick- oder animierten Serie mit Jedi-Kindern, das gibt's. Ja, ja, oder in Clone Wars. Sind, da war, glaube ich, auch ein Wookiee dabei, meine ich. Genau, in Clone Wars, da geht, weiß ich auch noch, die eine Folge, wo sie da mit dem Droiden da die Kyber-Kristalle da suchen, da war, glaube ich, auch, und dann mit der Macht da ihr Lichtschwert zusammenbasteln. Genau, dann kann ich mich auch noch erinnern, richtig. Ja, aber im Groben und Ganzen. Also man kann sie angucken, aber ich sag halt, wenn da plötzlich Hauptcharaktere sterben, umgebracht werden und es ist dir egal, weil du keine Bindung zu diesen Hauptcharakteren hast. Schwierig. Und auch diese Gespräche, die da miteinander führen, wo ich mir denke, ach echt, die sehen genauso gleich aus. Ist ja logisch, dass das die Schwester ist. Ja, vor allem halt, die Zwillingsschwester wird im Prinzip verdächtigt, ne? Morde begangen zu haben, weil sie ein Ex-Jedi ist. Bis sich dann herausstellt, oh, die lebt ja doch noch. Ja, warum lebt denn die und warum hat man all die Jahre nichts von ihr gewusst und keine Ahnung und wird heimlich ausgebildet von einem Jedi und war auch von einem Sith eigentlich, ja, von einem Ex-Jedi. Und dann zum Schluss, ja, sieht man plötzlich Darth Plagueis. So, wer ist Darth Plagueis, Herr Weber? Das ist eine gute Frage. Ist der schon mal behandelt worden in einer anderen Serie oder in einem Spiel? Der ist tatsächlich schon mal in Episode 3 behandelt worden, beziehungsweise es wurde drüber gesprochen. Und zwar das Gespräch zwischen Anakin und Kanzler Palpatine, ja, wo er da an dieses Lichtspiel-Dings da und dann sagt er hier, kennst du die Sage von Darth Plagueis dem Weisen? Hier, wo er da das erzählt, da von wegen, er kann mithilfe der Macht oder konnte mithilfe der Macht Leben wieder zurück. Ja, doch, so ganz dunkel habe ich es im Kopf. Na, die Szene und das ist Darth Plagueis. Man hat ihn kurz gesehen, also das war wirklich so, der war in der Höhle und hat einmal kurz aus der Höhle rausgeguckt, das war's. Mehr gab's nicht. Warum teasert man sowas an? Deine Kamera war gerade kurz weg, wollte ich gesagt haben. Aber sie ist wieder da. Sie ist wieder da? Okay, ja gut, ich sehe es. Ganz komisch. Keine Ahnung. Also mein Upload ist eigentlich... Naja, ist ja auch egal. Ja, dann habe ich mir auch gefragt, wie kann das sein? Die tun hier sowas anteasern. Und was bringt mir das jetzt? Was bringt mir das jetzt? Jetzt habt ihr da irgendeinen angeteasert, der... Ja, wow, super. Es war mir egal. Es war nicht so dieses wie bei anderen Serien, wo du dann denkst, oh, leck, ey, voll geil. Okay, er hat halt kurz rausgeguckt. Wow, super. Also die Serie im Groben und Ganzen, wenn ich ihr eine Punktzahl geben müsste, weil halt einfach auch so die ein oder andere coole Szene dabei war, ich würde so eine 3 von 10 selber. Also man kann sie gucken, ich sag zwischendrin sind halt die ein oder anderen lustigen Szenen gewesen, keine Frage, aber das war's auch schon, das war's. Mehr ist es und Story lame und keine Ahnung, der Cast war ja auch nicht so berauschend, fand ich jetzt persönlich, aber
Ja, so ist es Ja, halt. gut, Was willst du machen? das, ich habe sie ja noch nicht gesehen und im Prinzip hast du mich so ein bisschen nicht abgeschreckt, aber gesagt, ja, ja, so wie jetzt auch, ne? Und ich denke mal, wenn ich mal viel Zeit habe, dann werde ich sie mal durchbingen. Also mal wirklich einmal durchziehen. Ja, ist auch nicht lang. Aber Es sind 8 Folgen, a maximal 30 Minuten. Also von dem her. ist jetzt keine Serie, die ich jetzt ganz oben auf der Liste habe, wo ich sofort gucken muss. Nein. Durch die Aussagen jetzt halt von dir. Ja, ist auch so. Ich meine, ja, ich sage ja, der ein oder andere Schauspieler war jetzt nicht schlecht. Hier, eben Carrie Ann Moss hätte ich halt gern mehr gesehen, aber sie war halt eigentlich tot. Ja, blöd. Und kam dann Ich nur bin. in Form von Rückblenden irgendwie wieder und ja, ich weiß nicht. Also meine Irgendwie ist. Hoffnung bei Star Wars ist jetzt gerade so ein bisschen auf Andor Staffel 2, die ist ja jetzt angekündigt. Und da fand ich die erste Staffel echt gut. Also die hat mir gefallen, die Serie Andor, weil Es die war auch so ein was bisschen anders anderes. war. Ja, Und da bin ich richtig. gespannt auf jeden Fall. Und mal abwarten, wie. Das Skeleton Crew kommt ja auch noch, stimmt. Also ist ja noch einiges in der Mache jetzt bei Star Wars. Ja. Mal abwarten. Ja, eben, das ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Vor allem, weil er jetzt. Hier mit dem, wie heißt der, Dave Filoni, ist er jetzt ein Filoni, ja, der neuer Dave Filoni, Filoni, ist ja von Filoni. Marvel. Auch bekannt. Ist der von Marvel? Der hat, glaube ich, auch schon Marvel-Sachen gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat der? Das müssen wir googeln, Leute. Weil ich glaube, also der war ja im Prinzip für Luca war da hier, dabei, ja. genau, Ahsoka, Clone Wars, die Serie, genau. Aber Ah, nee, das war für. nicht Marvel, das war Avatar, wo der dabei war, 2006. Die Serie Genau. Avatar war er dabei. So rum war es. Ja, gut. The Last Airbender, genau. Richtig. Genau, Das weil war so seine Avatar ist. Anfangszeit, glaube ich. Wenn ich Könnte, das richtig sehe. Aber ja, würde gut. ich jetzt auch so betiteln. Und dann war erstmal, ja, und The Mandalorian. Clone Nee, das. Wars, Star Wars Resistance. Also er hat schon Ja. einiges gemacht. Ja. Genau, mit Clone Wars ging es ja dann weiter ab 2008 bis vorletztes Jahr. Ich weiß es gar nicht mehr, wann war Clone Wars fertig? 2020 schon. Gell? Ja, okay, ja gut, dann sind schon 4 Jahre, aber er hat einiges zu tun gehabt. Ja, okay. Also wie gesagt, man kann es angucken, um abschließende Worte zu diesem Müll zu finden. Man kann es angucken, braucht man es unbedingt? Weiß ich nicht. War es interessant. Also ich habe da, wie gesagt, echt Hoffnung gehabt, weil es halt auch 100 Jahre in der Vergangenheit spielt. Aber leider, leider hat's nichts getaugt. So soll es sein. Ne? Gut. Dann Serie 1 abgehakt im Endeffekt. Dann kommen wir zu Serie 2. Da kann der Weber jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen mitsprechen. Und zwar nämlich The Boys, The Staffel 4. Boys. The Boys. Muss ich ja persönlich sagen, fand ich tatsächlich etwas schwächer wie die anderen Staffeln bisher. Also war jetzt in meinen Augen Also die schwächste Staffel. insgesamt gesehen ist es die schwächste Staffel, ja, aber sie hat Ihre durchaus Momente. krasse Momente drin, wo ich wirklich davor saß, offener Mund oder Kotze im Mund, muss man tatsächlich sagen, fast schon. Ja. Aber Ja. insgesamt die schwächste, ja. Man merkt halt leider bei der Serie, so von Staffel zu Staffel wird es weniger, in Anführungszeichen. So habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie, gell, also man hat, ja, schwierig so ein bisschen, weil klar, am Anfang erst Staffel 1 war neu, ne? Hast du gedacht, so, Das boah, war geil, ne? schon alleine die Heftig. Anfangsszene damals war Die top. erste Szene war schon, genau. Und ich weiß nicht, ob denen einfach momentan das Material ausgeht, dass sie einfach sagen, ey, wir können nichts mehr Geiles irgendwie, das ist, ne? Im Endeffekt ist alles immer dasselbe, in Anführungszeichen. Es geht darum, Ja, Supes zu töten. Also die Boys, ne? So nennen sie sich ja auch tatsächlich. die Grundessenz ist schon immer ähnlich oder gleich, ja, das stimmt. Genau.
Sie haben in der Staffel versucht, mit neuen, starken Schauspielern was zu machen. Ja, da war ja der Jeffrey Dean Morgan dabei, der unter anderem Negan spielt in Walking Dead, den ich mega geil finde, den Schauspieler. Sie sind ein bisschen mehr auf den Vater auf und die Mutter von, wie heißt er wieder, eingegangen. Ja, der Vater stirbt ja dann und die Mutter kommt ja dann, taucht ja auf vom... Ach so. Vom, Scheiße. Vom Yui, meinst du? Genau, vom Yui. Also sie haben schon oder versucht, Yui, so ein bisschen... Mehr Geschichte reinzubringen. Mehr Geschichte reinzubringen, ja. Aber wie du sagst, die Grundessenz ist halt, die Boys wollen die Subs ausrotten, im Prinzip. Sind aber teilweise selber Subs. Oder mit Compound V schon in Berührung gekommen, in Anführungszeichen. Ja, genau. Ich finde halt, du hast zwei, drei mega geile Charaktere drin, die die Serie tragen. Das ist auf der bösen Seite ein Homelander. So ein Arschloch, wie er ist, aber er ist irgendwie mega geil gespielt, finde ich, von dem Schauspieler. Ja, könnte für mich teilweise sogar noch ein bisschen wahnsinniger sein. Ja. Ist so noch mehr Psycho. Er ist ja schon so ein kleiner, arroganter Wichser. Aber da fand ich dann tatsächlich so Staffel 2, war das Staffel 2 mit Stormfront? Ich glaube, 2 war das, ja. Da habe ich eine Szene im Kopf, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, ne? Und zwar, wo die zwei da einen Taschendieb oder sowas zur Rede stellen, ne? Und Homelander drückt ihm mit der Hand den Kopf gegen die Wand und Stormfront fummelt ihm da gerade an seinem mächtigen Glied rum und er halt einfach nur so, oh ja, pff. Und fertig. Ja gut, also die Szene, wo er auf dem Dach steht und sich einwichst, ist auch legendär. Ja, gut, ja. Das ist halt, ja, wie du sagst, ein Psycho es hoch 10. Gut, wobei ich sagen muss, gerade jetzt in Staffel 4 die Szene, wo er ins Labor zurückkommt, wo er ja gezüchtet worden ist, in Anführungszeichen. Ja. Also da ist er schon, also das war für mich mit eins der Highlights der Staffel. Definitiv, aber war mir tatsächlich auch zu wenig. Also, du hast ihn nur gesehen, im Prinzip ja hier die eine Szene mit hier, komm, wichs dir ein, ne? Und dann brennt er ihm halt den Penis weg. So, okay. Ja gut, was er dann zum Schluss in dem Raum anstellt, das siehst du ja nicht mehr. Genau das hätte ich gerne gesehen. Das ewige Durchdrehen von einem Homelander, weil es waren in den anderen Staffeln tatsächlich, hast du ja auch schon gesehen, wie er durchdrehen kann und wie er alles zermürbt und zerfleischt und zerfickt und was auch immer, wie man es nennen möchte, ne? Und da fand ich jetzt, haben sie sich irgendwie in Staffel 4, ich weiß nicht, ob das ein anderer Produzent wieder ist, ob die sich da irgendwie wieder ausgetauscht haben oder keine Ahnung. Passiert ja öfters leider in der Filmindustrie, dass sie halt irgendwie Regisseure und Produzenten einfach ausgetauscht werden. Aber man hat so ein bisschen, habe ich so das Gefühl gehabt, dass, was die Gewalt, was The Boys ja eigentlich ausgemacht hat, ne? Und so dieses gestört Heiz-Syndrom, nenne ich es jetzt einfach mal, dass es so ein bisschen nachgelassen hat, tatsächlich. Weil, ich sage ja, ich allein schon Herogasm, ja, das ja, war gut, für mich eine der verstörendsten Serienfolgen, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Hier, die Orgie der Superhelden. Na, also, oder wie du sagst, halt, was direkt im Kopf geblieben ist, ist Staffel 1, Folge 1, wie A-Train da durch die Tussi da durchrennt und er halt einfach nur die beiden Hände in der Hand. Oh, sorry, ich bin da mal weg. Ja, das und ist schon... Das sind so Sachen, die sind im Kopf geblieben. Und wenn wir jetzt mal so grob denken, welche lustigen oder halt auch verstörenden Momente also, sind dir aus Staffel 4 im Kopf geblieben? Der verstörendste Moment war die Saunaszene. Ja, das kann ich also nachvollziehen. Die war wirklich... Für mich war das jetzt nicht ganz so verstörend, weil... Also, das war die Szene jetzt nicht da. Also, Ja, wie dann, er sich da selbst den Arsch geleckt hat auf gut Deutsch, ne? Ja, muss man ja schon... Ja, also es waren nicht nur einer, es waren mehrere, weil das war ja ist so ein Dude, wo er sich kopieren kann, also vervielfältigen. Kloner oder wie auch immer. Und man sieht halt eine Reihe von Klonen, die sich den Arsch lecken und... Also das war...
Oh, und da war nichts zensiert oder so. Also das war schon. Puh. Mich würde ja mal interessieren, wie die das gemacht haben. Ja, gute Frage. Weil ich glaube nicht, dass da fünfmal derselbe Mann da steht, sondern dass die das ja irgendwie mit Hilfe von Computertechnik da versucht haben. Muss ja irgendwie, Ja, muss ne? ja Geht irgendwie. ja, nicht anders. Muss ja irgendwie, also digital fünfmal dieselbe Person aufgenommen, wie er da lebt. Oh, hör auf, ey. Und dann halt digital das Gesicht in den Arsch gesteckt oder. Vor allem fand ich dann halt auch geil später dann auf der, wo sie ihn dann sozusagen stellen, wo er dann sagt, oh, hast du eine Bindehautentzündung? Ne, es kommt davon, wenn man zu viel in den Arsch leckt und so. Da hab ich dann auch gedacht, Ja. also die Sprüche waren teilweise schon krass. Die Sprüche waren schon Wie derb, immer. ja, das ist richtig. Was natürlich auch im Kopf bleibt, finde ich das mit Yuis Vater, wo der durch das Krankenhaus eskaliert, obwohl er es eigentlich gar nicht will. Oh Gott, Das ja. war auch heftig teilweise. Also der konnte sich dann dematerialisieren und ist dann im Körper von anderen Menschen wieder materialisiert. Was passiert natürlich? Pff. Also wirklich. Ja. Pff. Ja. Es war auch so ein Ding, wo ich dachte, holla die Waldfee, heftig. Das ist schon richtig, ja, da Natürlich, hätte. ja gut, die Tiere muss man auch erwähnen, die Superschafe, wo Ach dann Gott. durch Menschen durchfliegen und so Scherze. Da haben sie Alter. dann schon ein bisschen. Das war dann schon wieder zu übertrieben, fand ich, mit den Supertieren da. Fliegende Ja. Schafe, die. Ja. Ja, Ja. es war was Neues. Ja. Also Also, man hat im ich bin Endeffekt da bei gelernt, dir. dass auch Tiere von dem Stoff beeinträchtigt werden. Das hat man damit auf jeden Fall gelernt, weil man sieht ja dann Ja. auch mit diesem Gegengift oder Gift, was sie da mixen wollen, dass die da an Tieren geforscht haben und so weiter. Also es sind schon ein paar Sachen dabei, die interessant sind, gerade dieses Giftmischen. Es ist sehr interessant gewesen, diese Idee, Homelander zu töten über ein Gift, weil du kriegst den ja nicht tot. Das ist das Problem. Die haben ja das Problem, sie Das ist wissen das nicht, wie sie Problem, ihn töten ja. wollen sollen. Ja. Ja, natürlich dann auch der Kampf zwischen den Starländern oder Homeländern, nee, wie heißt Starleitern und den Homelander-Anhängern. Die Ja. gehen ja da auch ganz schön aufeinander los. Oh Das ist so ein ja. bisschen angelehnt, finde ich, an den Präsidentschaftskampf mit Trump, wo er das Weiße Haus nicht, doch, das Weiße Ja, Haus haben sie so ein gestürmt, bisschen. glaube ich. Ja. Ich glaube, das ist auch Sinn der Sache Ja, bei das der Serie. glaube Also, ich nämlich auch. ich habe einige Überschriften gelesen, wo dann hier die Serie Anspielungen auf reale Ereignisse gemacht hat. Irgendwie. Ich kann ja mal gucken, vielleicht finde ich da irgendwie den Artikel. Aber dass halt eben so das Real Life so ein bisschen verarscht wurde in Ja. dem Sinne. Aber das machen Serien, gerade amerikanische Serien, ja auch gerne zwischendrin. Ja. Sei es selbst Simpsons ist ja ein Megabeispiel, die verarschen ja alles, was so in der natürlichen, echten Welt vorkommt. Ja, das ist richtig. Und wie oft haben sie damit auch schon recht gehabt, Ja, die ne? haben schon viel vorausgesagt. Ja, aber auch so, also ich muss sagen, was mir gefallen hat, war das Ende der Staffel, also die letzte Folge. So Ja. dieses offene Ende jetzt zum Schluss, dass jetzt die im Endeffekt waren sie auf der Flucht dann zum Schluss und wurden dann aber so in einzelnen Szenen alle irgendwie dann doch gestellt oder gecatcht, wie man sagt. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die jetzt weitermachen wollen, weil ich glaube, der Einzige, der noch übrig ist, ist Butcher. Den haben sie, glaube ich, nicht gefangen genommen. Ne, der ist ja auf dem Weg zu Richtig, Homelander. richtig. Das ist der Mit Einzigste. seiner komischen Kraft, die er jetzt da plötzlich. Ja, der ist ja total durch, weil es kommt ja dann raus, dass der Negan, also er sieht ja diesen Negan immer, also den Darsteller Negan, ich weiß jetzt den Namen gerade nicht, wie er heißt in der Serie, aber der ist tot. Also der ist eigentlich nicht da. Nur er sieht den. Okay, das halt Und. musst du jetzt noch mal komplett alles wiederholen, weil dein Internet kackt ab. Ah, schön, wenn mein Internet mal wieder abkackt. Ja, also. Negan-Darsteller Ja. ist ja tot. Den gibt es ja gar nicht. Den bildet sich der Ja. Butcher ja ein, sozusagen. Genau, Der das ist sieht ja ja auch immer eigentlich die er tote selber. Frau von ihm. Ja. Und das finde ich halt, das haben sie ganz cool gemacht. Ich habe da, das war für mich so ein bisschen ein oh, okay. Also damit habe ich nicht gerechnet.
Es hat mich geflasht, dass der dann gar nicht da war. Also nicht lebendig. Ja. Und wie Ja, gesagt, das ist schon, ja. ich habe Hoffnung auf Staffel 5, weil wie gesagt, das Ende fand ich dann gut, tatsächlich. Das haben sie gut gemacht, fand ich persönlich. Bin ich gespannt, was kommt in Staffel 5, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe auf jeden Fall Bock weiterzuschauen. Das hat die Serie geschafft, auch die Staffel wieder. Wie gesagt, sie war Definitiv. nicht die stärkste, aber Lust zum auf mehr hat sie trotzdem gemacht. Das auf alle Fälle, ja. Wie gesagt, es gab einige lustige, kann man das Easter Eggs nennen? Weiß ich nicht, ich glaube, ja, weiß ich nicht. Also es gab viele Anspielungen natürlich auf Marvel, ne? Hier mit den Phasen 7, 8, 9, 10, genau hier mit A-Train und Homelander, und das ist genauso aufgebaut, wie Marvel im Prinzip ihre Zeitstränge sozusagen bei den Präsentationen vorstellt sozusagen, ne? Dann gibt es das Vault Cinematic Universe, also VCU statt MCU. Ja. Fand ich auch lustig, ja. Dann, was haben wir als nächstes? Tech Knight ist eine offensichtliche Batman-Parodie. Ne? Zum Beispiel, oder auch The Deeps, God and Dolphin, ein klarer Seitenhieb auf Thor, Love and Thunder. Ne? Das sind zum Beispiel so Sachen, oder G-Man, ne? Ist dann X-Man im Endeffekt. Dann mit Webweaver hat man einen Spider-Man-Klon sozusagen ins Lächerliche gezogen, mehr oder weniger. Ja, der war ja, naja. Ja, also es war schon, ja. War auch ekelhaft, die Szene. Also Wie er da rumscheißt und auch diese plötzlich da. Sadomaso-Szene vom Yui, das war schon, Das fand ich lustig wiederum. war lustig gemacht, hätte noch krasser sein können. Ja, Alles in allem. definitiv. Aber ist dann auch übel, wie Homelander ihn dann halt, ja. Den hat er ja auch mal kurz platt Ja, gemacht, in Anführungszeichen. Fand ich halt, wen hat er eigentlich nicht platt gemacht, wie er da ne? steht und die ganze Zeit furzen muss, weil er aufgeregt ist und immer wieder die Ja. Netze dann hinten rauskommen. Oh Gott, oh Gott, oh nein, oh nein. Das war dann, ja, Spider-Man mega verarscht, ja. So, jetzt hoffe ich, dass sich dein Internet wieder beruhigt hat. Gerade eben hat er wieder einen Ausfall gehabt. Gibt's ja nicht, ey. Ja, es Ja, ist, keine furchtbar. Ahnung, jetzt bin ich eine Woche nicht da gewesen, nichts läuft, oder was? Ja, scheint so. Muss Ja, erst wieder irgendwie komisch. warm laufen. Ja, möglich. Ja. Gibt es noch abschließend irgendwas zu The Boys zu sagen? Du hast ja schon gesagt, du hast Bock auf mehr. Mir geht's ähnlich. Ich hab Bock, ja. Ich bin gespannt, wie lange die Serie noch geht. Weil anhand von dem, was sie jetzt präsentiert haben, scheint es ja auch langsam an Stoff zu fehlen. Und dann müssen sie ja irgendwann mal weitermachen. Ne? Vielleicht, so wie sie gesagt haben, also es wurde ja zumindest mal gemunkelt, dass sie vielleicht sogar das Finale ins Kino bringen wollen. So wie sie es jetzt zum Beispiel mit Mandalorian machen. Ja. Der kommt ja jetzt auch ins Kino. Ne? Ist ja bestätigt. Ist Das ist sogar, glaube ich, sogar ein bestätigt. Macht Termin, glaube ich, der sogar draußen. Dave Filoni macht den ja, glaube ich, den Genau. Film. Ja, mit. Boah, weiß ich nicht. Mal schauen, wer den macht, mit dazu macht. Weil Dave Filoni ist ja im Prinzip jetzt der Oberproduzent. Ne? So wie Kevin Feige bei MCU ist ja Dave Richtig. Filoni jetzt der. Und der hat ja dann unter sich noch Regisseure und was auch immer. Also von dem her, der wird mit Sicherheit nicht alles alleine machen müssen, weil sonst wird er ja nie fertig. Na gut, Disney hat ja schwer angekündigt. Das war ja die Disney Expo auch, ne? Soweit ich weiß. Ja. Da habe ich einen Teil mitbekommen. Die haben einiges angekündigt. Oh ja. Also auch animierte Filme und ich glaube Oh echte ja. Filme auch. Also Lilo und Stitch, Ja, da freue ich mich genau. drauf. Der sah mal richtig geil aus. Also da habe ich dann echt, das war eine der ersten Real-Life-Dinger, die rausgehauen haben, wo ich von Anfang an gesagt habe, yo, geil, gefällt mir. Nicht, wenn ich überlege, überleg mal, wie Sonic damals aussah. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Die erste Version von Sonic, bis dann alle geschrien haben, boah, mach den Scheiß weg, und dann haben sie es ja Gott sei Dank auf die Leute gehört. Überleg mal, das wäre ja mal voll in die Hose gegangen. Das wäre ja. Ja, aber okay. Es kommt einiges auf uns zu, Leute. Ne? So viel sei gesagt. Okay, dann kommen wir zum Highlight
Für mich persönlich. Ja, für mich. Für den auch. Diesjährigen Sommer, nämlich House of the Dragons Staffel 2. Eine für mich der aktuell geilsten Serien überhaupt, muss ich einfach sagen. Die aber jetzt in der Staffel 2 meiner Meinung nach auch ihre Momente hatte, wo ich so ein bisschen ja, na, gut, so ein bisschen, ist, ja. Es ist eine Aufbaustaffel. Richtig. Also sie baut jetzt praktisch für die dritte Staffel auf, meiner Meinung nach. Genau, genau. Und das ist halt, also es gab natürlich Szenen, wo ich echt, also wenn man ein Tränchen verdrückt, weil ein Drache stirbt, ich glaube, dann haben die einiges richtig gemacht. Ja, definitiv. Ja, also ich muss auch, wir können ja mal von ganz von vorne anfangen. Alleine schon die erste Folge, ja. Die Hauptdarstellerin, Rhaenyra Targaryen, in der ersten Folge hat 3 Wörter gesprochen. Oder 4 waren es. Genau, 4 Wörter in der kompletten Folge. Und das war einfach nur, ich will Aemon Targaryen. Fertig. Mehr war da nicht. Ja. Und ich muss sagen, die Staffel war, die Folge war für mich ja schon so krass emotional, wie die seit, ich weiß ja nicht, gefühlt waren es Tage, Wochen, wo die da rumgereist ist, um ihr Kind zu suchen. Beziehungsweise die Überreste ihres Kindes und des dazugehörigen Drachens. Nachdem er von Vaga, der Großmutter, der Drachen, wie auch immer, Fettviech Nummer 1, ja, einfach mal so. Na gut, er hat auch den Reiter Arschloch Nummer 1, ne? Das noch dazu. Der ja. Psycho eh. Das ist halt, ja, der Reiter Nummer 1, der Psycho, ja, das ist ja, das springt es eigentlich auf. Also ich habe den nur noch Psycho getauft, später. Ja, er ist auch wirklich ein Psycho. Wenn ich da alles zusammennehme mit seinem Bruder und was noch alles passiert, wie er redet, wie er nachher herrscht, puh, das ist schon noch hoch 10. Ja. Aber ich muss sagen, dass, weil du jetzt gerade gesagt hast, du würdest ein Tränchen verdrücken wegen dem Drachen, der stirbt, das hat Game of Thrones, also auch schon vorher Game of Thrones, immer richtig gut geschafft. Jeder Hauptcharakter, wo da stirbt, hattest du eine Verbindung. Ob das jetzt eine gute war oder eine schlechte, sei dahingestellt. Genau. Aber richtig. Du hattest eine Verbindung. Alleine erste Staffel, ich muss es kurz erwähnen, weil das war eigentlich mein Charakter ganz am Anfang. Das Eddard Stark, Boromir, wird einfach geköpft in der ersten Staffel. Und nicht mal in der letzten Folge von der ersten Staffel, das ist ja schon vorm Ende von der ersten Staffel. Da kommt, glaube ich, noch eine Folge danach, meine ich. Das war für mich. Ihr Wichser. Mir kommen sogar mehr danach, glaube ich sogar. Oder sogar 2-3 Folgen noch. Auf jeden Fall war es in der Staffel. Richtig. Und das war für mich schon heftig, Schalt aus, fickt euch, kein Bock mehr, Serie im Arsch. Ja. Weil mit das dem hast du eine Verbindung aufgebaut, weil der war zu gut eigentlich für die Serie, das war das Problem. Zu rechtschaffen und zu. Zu stolz auch, ne? Ja. Die Starks sind ja alle sehr, sehr, sehr stolz und, wollte ich jetzt nur erwähnt haben, weil du das mit dem Drachen gesagt hast. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Also, du hast wenig Charaktere, die dir in Anführungszeichen echt egal sind. Bestimmt. Also, aktuell, wenn ich jetzt an House of the Dragons denken würde, die einzigste Person, die mir jetzt so ein bisschen zweitrangig, so ein bisschen abseits steht, ist die Helena. Seine, also die Schwester beziehungsweise Frau vom Aegon. Ja, die, so ein bisschen durch ist, ne, so mit ihren Visionen und sowas. Die hat so am Anfang so, Alter, ist die durch, was ist denn mit der los? Obwohl ich ja dann sagen muss, gegen Ende bringt sie ja dann doch so 1-2 Dinger, wo ich mir gedacht habe, so, oh. Ja, sie hat dann doch so gewisse Vibes zum Schluss. Richtig, ja. Stimmt. Sie ist jetzt, und da gebe ich dir vollkommen recht, also bei der Serie, sowohl bei Game of Thrones, die Charaktere, du kriegst eine Bindung. Ja. Ne? Auch sowohl positiv als auch negativ. Allein schon
Der Bolton, ne? Vor allem, kleiner Missgeburt da. Sie schaffen es aber auch, zu den ganzen Charakteren eine kleine Geschichte zu erzählen in der Serie. Ja, jeder hat und so das seinen, aber... seinen Platz, seine Zeit, seine, seinen Abschnitt, sage ich jetzt mal. Ob das jetzt der kleine Schiffsjunge ist, der nachher Drachenreiter wird, in Anführungszeichen, Schiffsjunge ist vielleicht übertrieben, der ist ja schon ein bisschen älter, aber aber ne, streng genommen, ja. Seine ja. Story mit seinem Bruder zusammen, die erzählt wird, zumindest richtig. So weit, dass ich sagen kann, ja, mit den Charakteren kann ich eine Bindung aufbauen. Richtig. Oh, und aber auch nicht so, so plump. Ja, nee, so ja, ich erzähl's halt mal beiläufig oder sonst irgendwie, sondern irgendwo schon mit Sinn erzählt werden, so von wegen hier, die unterhalten sich und dann kommt dann plötzlich raus, oh, das ist ja der Vater, die sind, der hat der Bastardkinder, ja. der Velaryon und dann halt so, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, du hast mein ganzes Leben dann nicht für mich gesorgt, nur weil du jetzt keinen Sohn mehr hast und einen Erben im Endeffekt kommst du und versuchst hier irgendwas gut zu machen. Ja, so richtig beiläufig eigentlich, aber du kriegst mit, was da eigentlich abging. Richtig. Und das finde ich so richtig subtil und nicht so dieses Plumpe, so wie jetzt zum Beispiel bei The Acolyte, oh, du hast eine Zwillingsschwester. Ja, natürlich, wow. Wenn die genauso aussieht wie ich habe auch eine Zwillingsschwester, wenn ich in den Spiegel gucke. Weißt du, so dumm einfach, aber das wirst du dann, wenn du die Serie irgendwann mal siehst, dann wirst du genau verstehen, was ich meine mit. Nee, das also. Das ist halt der Unterschied, ne, zwischen schlecht erzählten Charakteren oder schlecht ausgebauten Charakteren und gut verarbeiteten, gut aufgebauten Charakteren. Finde ich. Richtig. Selbst vielleicht hätten Drachen die einfach haben mehr Charisma wie manche andere. Ja, die haben Charakter, weil jeder Drache sein Ding hat. Jeder ist anders, jeder ist, ne? Es sind Drachen, ja, aber jeder ist doch nochmal anders. Wilder richtig. Oder ruhiger oder richtig. Keine Ahnung, also, ne? Ich glaube, man versteht, was ich meine, hoffe ich. Ja, ist auch so. Ich meine, ich finde auch so, und so ein bisschen hast du das Gefühl, dass der jeweilige Drache auch so den Charakter oder seinen Reiter so ein bisschen widerspiegelt, ja? Wenn du guckst, der Daemon, ja, mit seinem Charaxis, Alter, das ist ja mit, nee, wie wird er genannt, roter Wurm oder irgendwie sowas, ja, der ist wegen ja seinem langen relativ, Hals. Relativ klein und schmal, aber schnell, glaube ich. Also der ist relativ er ist verdammt unterwegs. Schnell und wenn du dem ins Gesicht guckst, denkst du auch so, Alter, okay, mit dem, na? Dann hast du dann zum Beispiel Syrax, also die Drachendame von Rhaenyra. Ja, das ist die Stolze. So wie sie. Die ist stolz. Stolz. Ja, das ist so richtig breite so, ne? Brust, so in der Art. Ja, und dann siehst du auch mal so das in Anführungszeichen lachende Gesicht. Da gibt es ja diese Memes, wo dann ja, Jesus so, hä? Und der Drache genauso, hä? Finde ich cool, ja. Genauso hast du dann mit Vaga, ne? Und wie du schon sagst, der Psycho passt ja, eins zu eins einfach zusammen. Der Psycho. Passt eins zu eins zusammen. Richtig, ja. Psycho. Ja, und ja, wie gesagt, also die Serie hat einiges richtig gemacht in meinen Augen, ja. Aber lässt halt auch so manche Sachen, also ich hatte so das Gefühl, wie du schon sagst, es ging mir einfach ein bisschen zu lang, ja, also Folge 4 war für mich definitiv das Highlight, ja, wo ich echt gedacht habe, so, Alter, nee, das kann jetzt nicht sein, die können doch jetzt nicht eine der besten Charaktere, ja, also für mich, abgesehen von Rhaenyra, die Velaryons, ist eigentlich fast schon auf gleicher Stufe, sowohl Corlys als auch Rhaenys, weil Rhaenys ist so furztrocken, aber dennoch irgendwie gutmütig, ne, die hat so irgendwie was, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, sie ist stolz wie Arsch, ja, obwohl sie eigentlich gar keinen Grund hat, sie mehr oder weniger zu unterstützen, weil sie wird ja immer die Königin, die keine war, genannt. Ja. Oder keine ist. Oder irgendwie so sowas, irgendwie, ne? Die keine geworden ist, ja, so. So. Und aufgrund dessen, weil sie weiblich ist. So. Sie unterstützt aber eine weibliche Targaryen, damit sie auf den Thron kommt. Sie hätte ja auch drauf scheißen können und sagen, weißt du was, mach du dein Ding, ich versuch selber auf den Thron zu kommen. Nein, sie unterstützt sie. Und die ist so richtig... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Die ist charismatisch ohne Ende. Ja.
du hast sehr wenig Emotionen in ihrem Gesicht. Also die Schauspielerin, wenn du die die ist die ganze Zeit am Lachen und die und spielt die aber so krass. Und dann Folge 4, ja, wählt mich, ich reite dann mal, ne? Geht da, das fängt schon in der Drachengrube da unten an, wo sie da runterläuft und ihr Drache Melis, ja, ja, muss ja richtig aussprechen, und lehnt sich da an den Drachen an und sagt, wir gehen erneut, alte Lady, ne, so. Und dann haben wir gedacht, boah, nee, das nimmt kein gutes Ende. Das habe ich schon, wo die da sich an den Drachen ran, habe ich schon gedacht, das nimmt kein gutes Ende. Und ich habe die Bücher nicht gelesen. Mit Absicht habe ich die Bücher nicht gelesen. Ich habe ja auch mit Game of Thrones, nachdem ich die Serie geguckt habe, habe ich mir angefangen, die Bücher zu kaufen. Ne? Bin ja jetzt irgendwie bei Buch Nummer 3 oder 4, ich weiß es nicht genau, ich habe sie ja da. Um einfach noch zu gucken, was ist in der Serie anders wie tatsächlich in den Büchern. Und da gibt es ja auch Unterschiede, tatsächlich. Also die halten sich nicht hundertprozentig an die Vorlagen. Was ich persönlich auch wieder so ein bisschen bemängeln, muss ich sagen. Ne? Weil ich finde halt, wenn du eine Vorlage hast, du kannst gewisse Dinge abändern, gar keine Frage. Ja, ist schon aber schwierig. Du solltest dich halt so der grüne Faden. Und da gibt es halt auch jetzt in Staffel 2 das ein oder andere, wo ich so ein bisschen bemängel. Aber dazu gleich. Und dann halt eben, wie sie da in die Schlacht zieht und dann kommt plötzlich Aegon, der Idiot. Anders kannst du es ja nicht sagen, ne? Noch nie im Krieg gewesen, besoffen, ne? Er war ja offensichtlich besoffen, weil er hat ja genug getrunken und legt sich mit einer dreifach so alten Drachenlady an, nennen wir es mal so, ne? Die schon den ein oder anderen Krieg hinter sich hatte, dementsprechend einfach mehr Erfahrung hatte und man hat ja gesehen, wo das Ganze hingeführt hat, ne? Der Drache ist tot. Ja, und da hat aber vom halt Aegon unser Psycho leider sich dann noch eingemischt. Ja, aber es war ja so offensichtlich, ne? Er hat ja gezögert, ne? Das war ja das. Er hat ja darauf angelegt, dass sein Bruder stirbt. Das ist meine Meinung, meine persönliche. Sonst hätte er ihn ja auch nicht. Also ich sag, Es ist so ein bisschen schwierig, ne? Ja. Warum hat sie sich entschieden? Sie hat ja gegen Aegon gekämpft, hat den Kampf ja mehr oder weniger offensichtlich gewonnen. Der Drache ist ja abgestürzt mit dem Aegon und sie ist umgedreht. Und eigentlich schon auf dem Weg zurück gewesen. Warum dreht die nochmal um gegen Vhagar zu kämpfen? Ja, das alleine. Wo ich mir dann auch gedacht habe, mach's nicht, bitte nicht. Und dann dreht sie sich um und sagt dann hier auf Valyrisch zum Angriff. Und ich so, nee, das kann die jetzt nicht bringen. Weil das kann sie nicht bringen. Das kann sie nicht machen. Und du hast richtig gemerkt, also der Drache an sich hätte ja schon eine Chance gehabt, weil Vhagar ist halt groß und langsam. Aber Vhagar ist halt ein Mistsack und greift gern aus dem Hinterhalt an. Ja. Und das war ihr Verhängnis. Und dieser Blick, ohne Scheiß, ich habe Gänsehaut bekommen. Da habe ich echt ein Tränchen, wo Vhagar Melis am Hals packt, zudrückt und du siehst richtig, wie der Drache noch zurückguckt zu ihrer, wie soll man sagen, Bezugsperson oder wie auch immer, sehen die Drachen die Reiter vielleicht sogar als Elternteile an, ich weiß es ja nicht. Und du siehst richtig, wie das Leben aus ihren Augen erlischt. Und sie dann einfach nur im Prinzip genauso mit aufgegeben habt und auf den Boden knallt und bumm, fertig. Und dann habe ich auch gedacht so, wow, okay, die hat hoffentlich überlebt. Die kann doch bestimmt überlebt haben oder sowas, ja. Weil den Aegon hat es ja tatsächlich geschafft. Ja. Auch wenn sein Bruder scheinbar was vorgehabt hätte, wäre da nicht ein gewisser Herr Criston Kraut dazugekommen. Weil er hat ja den Dolch geschnappt. Und hat dann ihn gesehen und gedacht, könnte ich ihn ja mal kurz umbringen, ne? Hat es dann aber wohl doch nicht gemacht. Und da sind wir dann tatsächlich auch schon bei einem Ding, wo ich tatsächlich ein bisschen schade fand. Und zwar die Geschichte danach. Rhaenys ist tot. Der Drache Melis
wird in Königsmund präsentiert, so ein bisschen, ne, so von wegen, oh, wo dann bei den Bürgern ja gar nicht gut ankam, so von wegen schlechtes Omen, ja, etc. Schlechtes Omen, ja. Mir hat tatsächlich vom Corlys die Trauer gefehlt. Ich glaube, das hätte das Ganze noch emotionaler gemacht. So dieses, weil er macht ja, im Endeffekt wäre ja Rhaenyra schuld, weil sie hat ja seine Frau in den Krieg geschickt, alleine. So. Und da hätte ich mir gerne mehr Konversation gewünscht. So dieses, er steht ihr gegenüber und macht ihr Vorwürfe und vielleicht sogar bricht in Tränen aus und bricht zusammen und vor allem halt auch, wo ist sie? Wo ist Rhaenys? Du siehst sie ja nicht mehr. Normalerweise tut man doch die Leute irgendwie beerdigen, ja? Und es gibt tatsächlich eine gelöschte Szene, wo die, ist ja nicht die Tochter, sondern die Enkelin, wie heißt sie, Baelor? Ich glaube Baelor oder Baela, ich weiß es nicht mehr genau, Bella, eine von denen. Glaube ich, Bella einfach, meine ich. Ja, ist schwierig bei den ganzen Namen. Ja, es sind viele die, Namen. Findet sie tatsächlich. Also es gibt tatsächlich, die Szene ist tatsächlich gedreht worden und hat es aber nicht in die Serie geschafft und das finde ich schade. Weil ich glaube, diese Szenen hätten die Serie nochmal um einiges hochgepusht. Weil das ist ja auch was, wovon Game of Thrones oder halt House of the Dragon lebt und das sind Emotionen. Und die haben jetzt halt in Staffel 2 so ein bisschen für mich, muss ich ganz ehrlich, gefehlt. So ein bisschen. Ja gut. Weiß ja nicht, wie siehst du das Ganze? Also, mein Highlight, das habe ich dir ja gesagt. Ja. Also wir zwei haben ja schon viel über die Serie geredet, also jetzt außerhalb vom Podcast. Ja. Ich habe die Serien immer ein bisschen zeitversetzter gesehen wie du, also die Folgen, also weil ich es meistens montags nicht geschafft habe. Ja. Und ich muss sagen, die letzte Folge, Daemon, das war meine Szene in der Serie, wo ich Gänsehaut hatte, wo ich da gehockt bin, Alter, das hat mich so, das hat mich gepusht auch, weißt du, so dieses, boah, ey, ja. wie er sich verneigt und aufs erneut. Knie geht, erneut, und du bist die Königin, und also in Kurzzusammenfassung, ja. Und wie Richtig. Er dann dasteht mit seinem Heer, das er zusammengesammelt hat, wo er dann, der doch erfolgreich war, also die ganze Staffel über, also versucht er ja ein Heer zusammenzusetzen aus den Flusslanden, ne? Also er versucht die Flusslande zu vereinen zu einem Heer. Das funktioniert so semi am Anfang. Ja, ja. Ja gut, er schafft es dann halt, ne, in Kurzfassung. Irgendwie, ja. Und, aber alle haben halt die Angst, weil er sich ja dann auch König nennt. Ne? Also er lässt sich ja als König betiteln in den Flusslanden. Ne? Sie sollen ihn König nennen. Obwohl er ja eigentlich nur der Prinzregent ist und nicht der König. Richtig. Oder Königin Mann. Ich weiß gar nicht, ich glaube Prinzregent wird es genannt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich kann es ja nicht ja, sagen. Ja, der hat aber auf jeden so Fall, ist er ja nicht der Königin König. Gemahl heißt er doch, Königin oder? Königin Gemahl, genau. Er ist eigentlich nur der Königin so. Gemahl. Richtig. Und die also. Rhaenyra selber hat ja die Angst, dass er ihr fremd geht, in Anführungszeichen, und sein eigenes Ding durchziehen will. Aber sie fliegt dann persönlich hin zum Schluss und ich sage ja, die Szene, mega, mega Szene. Und wie er dann da steht mit seinem Heer und dann Krieg und alle am Schreien, und das ist wieder Game of Thrones auch, weißt du? Das ist wieder die andere Seite Emotionen bei Game of Thrones, die ich mega geil finde. Das ist richtig, ja. Und da bin ich jetzt echt gespannt. Also der Daemon ist auch ein Psycho, muss man sagen. Ja. Auf eine andere ja. Art, wie jetzt unser Augenklappen-Dude. Ich sage einfach ja. Augenklappen-Dude. Ich will den Namen nicht in den Mund nehmen. Ich mag den nicht. Der ist für mich furchtbar. Auch wenn er super gespielt ist, gar keine Frage. Also das passt ja. wirklich. Also wie heißt so schön? Respect the was heißt Schauspieler? Respect the actor and hate richtig. The character. Richtig. Genau, so ist der Spruch. Und finde ich mega. Also das gerade die Endszene dann auch, wo man die ganzen Heere sieht, wie sie aufmarschieren. Starks, nicht Tyrion, die Lannisters, Tyrion waren Lannister, die Lannisters und alle. Also du siehst die ganzen genau. Banner, die man kennt. Hohen Turm. Richtig. Und so weiter die und Zwillinge, so fort. Die Zwillinge, die Waller, die Freis genau. und so weiter. Ja. Mega, ja. Das fand ich mega. Das war also mein Highlight. Schluss fand ich auch
sehr, sehr stark tatsächlich. War natürlich auch wenn die Folge, wo du gemeint hast, also Folge 4, natürlich auch ein Highlight, ganz klar. Ja, ich meine, gut, Highlights hatten wir tatsächlich viele, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Auch so hier das ist jetzt sowas, muss ich so ein klein bisschen bemängeln, und zwar die Folge, wo, wie du vorhin gesagt hast, hier der kleine Fischjunge, ne? Fischjunge, als er plötzlich Drachenreiter wird. Das wurde im Buch tatsächlich anders behandelt, und zwar hast du, also der Adam ist anscheinend ein stolzer Krieger trotzdem gewesen, ja. Okay. Und er wollte kämpfen. Er wollte unbedingt an der Seite von Rhaenyra irgendwie oder halt was gut, ne, für seine Königin einstehen, bla bla bla, weil ja der Velaryon im Endeffekt ja auch hinter ihr steht. Und er wollte kämpfen. So. Und hat dann sozusagen den Drachen beansprucht. Ja? Den Seerauch oder ja. Sea Smoke, je nachdem, wie man ihn nennen möchte. So, und in der Serie oder in der Folge war es ja andersrum. Der ist ja da einfach da rumgereist und hat gedacht, doch, er sucht jetzt mal so einen schönen Drachenreiter, er ist einsam und alleine, und dann taucht der plötzlich da auf und du gehörst jetzt mehr. Weißt du, so auf die Art. So, und ich fand es zwar sehr, also der erste Shot, ne, am Strand dann, wo die sich gegenüberstehen und sie dann so hier, du bist hier mit einem Drachen von Haus Targaryen, was willst du? Und wie sie dann hier kommunizieren und keine Ahnung, da merkst du richtig, die ist ein bisschen unsicher gerade so ein bisschen, ne? So dieses, da steht jetzt ein anderer Drache, der ist auch sehr kampferprobt, weil das ist ja im Endeffekt der Drache von ihrem Ex-Ehemann, ne? Ja, stimmt, ja. Ja, so, und da kommt jetzt halt auch die Frage. Normalerweise ist ja ein Drache so lange an seinen Reiter gebunden, bis er stirbt. Eigentlich heißt das jetzt, dass der Lenor gestorben ist? Der ist ja geflüchtet in Staffel 1 mit seinem Lustknaben oder wie auch immer man es nennen möchte, ne? Und ist ja dann abgehauen. Und seitdem hat man ja auch nichts mehr von dem Drachen mitbekommen. So, und jetzt ist er plötzlich da. Oder ist er gar nicht mitgereist? Und lebt trotzdem noch. Das ist halt so eine Sache, wo ich so ein bisschen, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen gehabt. Weißt du? Ist der Drache, nachdem er abgehauen ist, trotzdem auf Drachenstein in der Drachengrube da oder in der Höhle geblieben? Weil halt sein Drachenreiter verschwunden ist? Oder ist der gar nicht, ist der mit ihm gereist und ist dann gestorben? Und auf der anderen Seite, wenn ich einen Drachen habe, du kannst zwar sterben, aber je nachdem, wo die abgehauen sind, haben die doch dann alle Angst vor einem. Weißt du, also das ist so ein bisschen so das, was ich noch so ein bisschen, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Hintergrundinformationen gehabt. Genauso, was ich ganz geil fand, eben die Aktion mit den ganzen Bastarden. Die war auch krass, ja. Also da habe ich auch gedacht, so hier, ja, wir haben hier mal so eigentlich einen Drachen, der muss beritten werden, der ist, nach Vaga der Größte und aber auch gleichzeitig der Wildeste. Also der ist nochmal ein bisschen dreckiger wie Vaga anscheinend. Und ja, ich habe hier 40 Targaryens, die aber alles nur Bastarde sind. Und einer von euch, ja, der könnte jetzt vielleicht sterben oder auch nicht. Ja, das Glück möge stets mit euch sein oder wie. Und dann geht die da einfach weg und dann, ja, passiert, was passieren sollte, ne? Und da hätte ich mir gern mehr, noch mehr gewünscht, wie der Drache durchdreht. Ja, das hast du ja gesagt gehabt. Das war für dich noch, ja, zu das wenig. War zu hart. Ja, genau. Und da hätte ich dann auch gern irgendwie noch so ein bisschen mehr, bis es dann tatsächlich passiert, dass der, es ist ja nicht der Ulf, es ist der, wie heißt der denn, Yu? Heißt der Yu? Yu irgendwie? Huck geschrieben, also H-U-G-H. Ja, das ist der Wikinger. Ich sage immer Wikinger, weil der hat so Wikinger-Vibes. Ja, der hat so Wikinger-Vibes, genau. Der ist ja dann da, ja, einfach vorhin gestanden, ich habe keine Angst vor dir, du bist. Töte mich, ja. So nach dem Motto, und der Drache respektiert ihn ja dann. Das war richtig. Ja genau das, was man aber auch am Anfang schon gehört hat, wo der Erste den Drachen beanspruchen will. Also schon vor den ganzen Bastarden versucht ja der eine, den Drachen zu beanspruchen. Ja. Und der hat der Schiss, das merkst du ja, ne, wie er zu ihm hinläuft und oh. Und da haben sie ja schon gesagt, du darfst keine Angst zeigen. Die Drachen spüren die Angst.
Richtig. Und im Prinzip macht der ja alles richtig, obwohl der Ulf, das ist ja der andere Affe, den ich gar nicht leiden kann, der bekommt ja seinen Drachen, trotz dass er eigentlich mega Schiss hat. Das ist ein bisschen komisch. Ja, das ist so ein bisschen so, so ich glaube, aber vielleicht liegt es auch am Charakter des Drachen, weil ja, der hat ja, oh Gott, wen hat denn der beansprucht? Wie hieß denn der Drache? Das war ja eine Dame, ne? Es war ja kein Herr, das ja, war ja eine Dame. Und die galt ja, soweit ich das mitbekomme, warte mal, Ulf Drache. Mal kurz gucken hier. Nach Adam, Ulf und Hugo, genau. Und wie, warte mal, Allen von Holk, Spiller, Ada. Oh, okay, da lese ich gerade was, das möchte ich noch gar nicht sehen. Eigentlich, okay. Wie hieß denn der? Ich war Jackeres, bla bla bla. Wer ist Hugo Hammer? Ich find's gerade nicht. Ich find's gerade nicht. Auf jeden Fall scheint sie der Drache zu sein, die auf Arschlöcher steht. Ja, das weiß ich genau. Also, es ist tatsächlich eine Dame gewesen und die tatsächlich als sehr zahm galt. Ja, das hast du ja auch gemerkt. Er ist ja da irgendwie in ihre in die Eier getreten. In die Brut, ne? In die Brut reingetreten und sie ist dann nur so zu ihm hin und hat ihn so zur Seite gestupst. Ne? Ein anderer Drache hätte die vielleicht das Schlimme ist, der ist für mich so ein Sterbekandidat, der wahrscheinlich nicht stirbt. Das wäre typisch. Und dafür stirbt dann der Wikinger, der eigentlich mega geil ist. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Weil durch die ganze Serie, dem seine Geschichte, die wird ja auch ein bisschen erzählt mit seiner Tochter, die schwer krank ist und sie bekommen ja kein Essen und keine Medizin, weil die sind ja in Königsmund und der König scheißt ja auf die Menschen. So ein bisschen. Ja. Das ist ja auch das, was Rhaenyra ausnutzt, indem sie Essen hinschickt und so Boote mit so Nahrung und Zeug. Und die kluger Schachzug. Ja, richtig, die bringt ja das Volk praktisch auf ihre Seite dadurch. Also immer mehr. Immer mehr, so nach und nach und nach und nach und nach. Im richtig, Prinzip genau. Hat es ja der Ding zu verdanken, die wie heißt sie denn? Namen, die neue, Spinne sozusagen, genau. Hier, der Lord Varys, also Lady Varys, sag ich jetzt einfach Varys, mal. Genau, Varys war ja war ja das männliche Gegenstück, oder das genau. Halbmännliche Gegenstück. Ja, weil bei dem hat ist ja sehr schwierig. Penis mehr. Ja, der Eunuch. Der Eunuch. Richtig. Aber die hat halt die richtigen Ideen, um das Volk auf die Seite zu ziehen, nicht nur Krieg und Drachen und Armee, sondern auch das ganze andere drumherum. Dafür ist sie halt wirklich gut. Ja. Ja, die küssen sich ja auch in einer Folge, das habe ich erwartet, aber das wird ja dann unterbrochen. Das gehört dazu. Inzest und alles und so weiter und so Targaryen fort. Ja, sind ja alles Inzestkinder im Prinzip. Im Endeffekt schon, um das Blut reinzuhalten. Ne? Also entweder waren es Targaryen mit Velaryon, weil sie zu den ältesten valyrischen Familien gehören, oder halt wie eigentlich, ne, Rhaenyra und Daemon ist ja auch Onkel und Nichte. Mhm. Ja, genau. Ja. Oder halt im Fall von Aegon mit der eigenen Schwester. Ja, noch schlimmer. Noch schlimmer, ja, finde ich schon. Also ich meine, Onkel, ja, okay. Es ist halt Cousins. Das ist ja Game of Thrones, wie wir schon gesagt haben. Das ist halt in der Storyline da drin. Das ist halt so, wie es ist. Das siehst du ja bei den Lannisters. Ist ja auch so. Richtig. Game of Thrones selber. Die Bruder und Schwester und der Sohn ist der mega Abfuck-Charakter aus ganz Game of Thrones. Also einer der mega Abfuck-Charakter aus der ganzen Serie, finde ich persönlich. Es gibt noch zwei, drei andere, aber der gehört zu den Top 3 Abfuck-Charakteren. Aber das ist halt, so ist halt die Story. Ja. Ne? Also das gehört dazu und so ist es geschrieben und ist ja auch richtig, dann das so umzusetzen. Ja, ist ja halt definitiv auch eine andere Zeit in Anführungszeichen. Ne? Es ist ja... Das ist richtig, ja. So ein bisschen Mittelalter angehaucht, muss man sagen. Ja, so. Ja. Ne, ja, Schwerter, ja, ja. Und Speere und Pfeil und Bogen und sowas. Genau. Aber ich muss sagen,
Ich fand die erste Staffel noch ein klein bisschen besser, alles in allem. Ja. Aber gut, es war auch was Neues. Richtig. Darf man nicht vergessen. Ne? Für uns war es was Neues. Da fand ich halt so ein bisschen schwierig mit den Zeitsprüngen. Die haben wir jetzt ja zum Beispiel gar nicht. Obwohl ich es auch gleichzeitig wieder interessant fand mit den Zeitsprüngen, weil du halt eben so dieses Schritt für Schritt für Schritt für Schritt über die Jahre hinweg, und jetzt hast du halt echt so Folge für Folge ohne große Abstände, finde ich. Nee, ja, zwischendrin mal, ja. Relativ. Aber zeitnah. Genau. Ja. Ja, aber es ist trotzdem nicht so wie bei The Boys, meiner Meinung nach. Die baut nicht extrem ab. Also die ist vielleicht ein Mühe schwächer. Ja. Aber insgesamt bockstark. Es ist halt sehr viel Storytelling in der Staffel jetzt gewesen, tatsächlich. Wenig Action. Es ist halt immer schwierig, was erwartest du? Willst du folgenlang nur Action, gib ihm Schlacht, Mord, Tod? Bläh. Oder willst du eine gute Mischung? Oder willst du eher Storytelling haben? Das kommt immer auf die Erzählweise an. Wie du auch sagst, jeder Regisseur oder jeder Produzent macht es ein bisschen anders vielleicht. Jeder, Drehbuchautor oder Schreiber macht es vielleicht ein bisschen anders. Und das war jetzt halt viel, viel Augenmerk auf Storytelling, was ich persönlich nicht schlimm finde. Die Highlights waren drin, ne? Drachenkampf, ja. Folge 4, der Schluss, mega. Auch zwischendurch gab es immer wieder Highlights. Aber für mich war es jetzt nicht so schlimm, dass es nicht ganz so actionreich war. Es gab bei Game of Thrones auch Phasen, wo eher ruhiger waren, wo mehr erzählt wurde. Gab es auch. Ist richtig, ja. Und ja, es ist, die Mischung macht es jetzt. Kann sein, die dritte Staffel reißt vielleicht ab. Mega. Da gibt es dann Schlacht, Mord, Tod, gib ihm Fetz hier, Krieg, Drachen, alles. Ja. Wer weiß, was passiert. Ja, gut, ich meine, sie haben jetzt im Endeffekt noch zwei Staffeln. Das ist ja offiziell. Also mit nach Staffel 4 ist House of the Dragon vorbei. Das ist vielleicht Fakt. Auch gut so, dass sie es jetzt schon auf 4 Staffeln begrenzt haben. Ja, und nicht so ausreizen oder sonst irgendwas. Das ist. Dann kannst du die dritte Staffel jetzt hier gib ihm. Wahrscheinlich, in Anführungszeichen. Und die vierte Staffel wird dann dieses danach. Nach dem großen Krieg, wahrscheinlich. Also, so könnte ich es mir vorstellen. Schauen wir mal, wie sie es machen. Ne? Also, ich bin sehr gespannt auf alle Fälle, ja. Jetzt müssen wir halt eine ganze Weile warten. Wahrscheinlich wieder 2 Jahre, ja. So, wie das in den, ja. Aber für mich kommt ja schon Ende August das nächste Sommerserien-Highlight. Nächste Staffel. Stimmt, da wollten wir ja auch noch drüber sprechen. Rings of Power kommt, 2. Staffel von Herr der Ringe. Also, ja. Es ist eine kontroverse Serie, weil für Herr der Ringe-Fans, wo ich ja mich durchaus dazu zähle, ist es schwierig. Aber diesen Stoff, den die verarbeiten müssen oder wollen im Moment, ist halt auch so ein Stoff, wo teilweise haben sie die Rechte nicht, teilweise haben sie nur Teile der Rechte. Also es ist nicht so einfach bei der Serie und schwierig. Also, aber da kommen wir dann wahrscheinlich dann nochmal dazu, wenn die Serie dann läuft, die 2. Staffel. Da werden wir mit Sicherheit das nochmal drüber verlieren wollen. Ja. Ja. Ja, definitiv. Vielleicht gibt es ja dann auch noch die Herbst-Highlights der Serien. Vielleicht gibt es dann noch die Winter-Memo. Vielleicht kann man das ja auch so standardmäßig, fände ich eigentlich gar keine schlechte Idee, so spontan, dass wir wollen ja jetzt kein Serienpodcast werden, aber dass wir so alle 3 Monate wenn man Serienpodcast, weißt du, wie ich mein? Werden würden, müssten wir jede Woche über irgendeine Folge von irgendeiner Serie reden. Aber das ist. Richtig. Das schaffen wir schon mal gar nicht. Das wäre, glaube ich, schwierig. Ja, aber nee, dass man so eben einmal im Quartal, ja, also immer zum Ende des Quartals, sagen wir jetzt haben wir jetzt August, das heißt, das Quartal Sommer ist jetzt im Endeffekt abgeschlossen. Und dann gibt es dann Quartal bis fast Ende des Jahres ist ja dann die Serien, die uns im Herbst begleitet haben. Aber dann im nächsten Jahr die Serien, die uns im Winter begleitet haben. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Ja. Weiß nicht, ob du da... Ne, also jetzt haben wir gerade die Sommerserien-Hits, dann gibt es die Herbstserien-Hits 2024, dann gibt es die Winterserien-Hits 2024 und so weiter und so fort. Genau, und dann kannst du ja auch immer mal wieder eine Serie mit einstreuen, wo vielleicht schon draußen ist, wo man dann aber erst geguckt hat. Ist ja dann auch ein Highlight für dich in dem Quartal. Richtig, genau. Ja, kann man auf jeden Fall so aufgreifen, finde ich.
Ja, also, was gibt es Abschließendes zu sagen? Geile Serie, House of the Dragon, definitiv mehr. Ich bin sehr gespannt. Ich werde sie auch wahrscheinlich definitiv noch ein zweites Mal angucken. Habe ich mit Staffel 1 tatsächlich auch gemacht, bevor die zweite Staffel gestartet ist. Habe ich nochmal alle 10 Folgen angeschaut. Und Ja, ich werde sie nochmal das eine wahrscheinlich oder auch andere. beide nochmal durchschauen, Ja. dann nach und nach. Bei mir Was ist ich es halt gern immer eine noch. Zeitfrage. Das ist halt natürlich, worüber wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben. Ja, was ich persönlich auch sehr geil fand in der zweiten Staffel, war die Entwicklung von ihrem Kind, von Jaehaerys, Jaqeris, Der Jace, Schwarzhaarige. der Dunkelhaarige, also Ja, Lord Kraft, wie er ja so ja. gern genannt wird vom Psycho. Ne? Ich fand die Entwicklung von ihm, in Staffel 1 war er noch so das unbeholfene Baby, habe ich so das Gefühl gehabt, und jetzt in Staffel 2, ne, er ist schon allein schon. Folge 1. Der Rabe, der in den Norden fliegt. Du siehst die Mauer. Das war so richtig Nostalgie, fand ich. So richtig Ja. geil. Haben, ne, so dieses, wir sind wieder bei den Starks. Wir sehen einen anderen Stark mal. Ne? Weil die Serie ist ja 170 Jahre bevor Game of Thrones spielt. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Und dass du dann halt auch mal einen Stark-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater oder wie auch immer siehst. Ne? Fand ich Ja, geil. ein Stark-Ahne sozusagen. In Stark-Ahne, genau. Und wie halt er sich momentan gerade zu einem richtigen Strategen so ein bisschen. Ne? So, er tut, so wie Daemon, verschiedene Häuser auf deren Seite ziehen, für deren Ja, aber Ziel, halt auf eine Anliegen, wie auch immer. ganz andere Art als Damon, ne? Ja, Daemon ist halt ein Arschloch und weiß, er hat einen Drachen im Hintergrund und wenn der halt einmal beißt, dann tut's weh. Und der hat halt nichts. Er hat zwar auch einen Drachen, ja, aber er nutzt ihn nicht so als Waffe, finde ich, sondern halt eher als, ja, weiß nicht, wie ich es sagen soll. Weiß, was ich meine, so ein Als bisschen halt, Druckmittel, ne? sage ich jetzt mal, weil er die nutzt, Ja. der Damon nutzt den ja schon so ein bisschen als Druckmittel. Richtig. Und er, man Sieht den weiß, der Drachen Drache jetzt nicht so ist als Waffe, da, ne? aber er nutzt ihn jetzt nicht so direkt, sage ich Ja. jetzt mal. Ist halt mehr eigentlich Fortbewegungsmittel, beziehungsweise ist es sein Kind? Ich weiß nicht, kann man das als Kind? Ja, schon so ein bisschen, ne? Also so, Ja, kann man schon so weil, sagen, glaube ich, ne, aber also die sind ja zusammen aufgewachsen, ne? Man richtig. bekommt ja als Baby, bekommt man ein Drachenei. Also jeder Targaryen zumindest, ne? Und warum dann, warte mal. Ah doch, ja klar, Rhaenys war ja auch ein Targaryen, ist ja ein Targaryen, deswegen hat ja auch der Baelor, oder ja doch, Baelor heißt er, also der Sohn von Corlys hat ja auch einen Drache gehabt, weil es ein Und Targaryen ist. die Frau und Schwester von unserem Psycho. Frau Nee, und von Schwester? nicht die Frau vom Ding, meine ich, vom König, vom Aegon. Egon, Die ja. Helena, oder heißt sie Helena? Ja, Helena, die hat ja Helena, ich auch einen meine ja. Drachen. Aber die Ja. ist ja, die will ja nicht, die will ja nicht in Krieg, die will nicht kämpfen, die will nicht töten mit ihm. Die wehrt sich ja dagegen, weil Richtig. da geht es ja also auch so ein bisschen drum, wer hat mehr Drachen? Ne? Das muss man ja so sagen. Ein Drache zählt halt ganz schön viel in dem Krieg, ist ja auch klar. Ja. Weil gegen Bodentruppen hat man ja gesehen, was die machen. Richtig. Und Und im Moment haben die Schwarzen, sagt man ja immer, ne, ist ja, die ja Schwarzen. schwarz gegen grün, haben momentan, was Drachen angeht, gewaltig die Oberhand. Na, mit 3 neuen Drachenreitern, muss man ja auch sagen. Ne? Wir haben den Wikinger, wir haben den Dödel und wir haben einen Fischjungen. Wir haben nur Spitznamen für die Charaktere. Ja, Find's geil. Entschuldigung, aber Dann haben wir Rhaenyra und Daemon. ich Ne? assoziiere die halt damit. Das Richtig, ja. ist aber auch, ist Rhaenyra doch und. schön, wenn man sich Gedanken macht über die Charaktere und denen dann eigene Spitznamen gibt, wo man sagt, das ist der und der, weiß ich sofort. Ja, solange wir es nicht ins Lächerliche ziehen, ist es, glaube Nein, ich, aber ganz der Wikinger okay. ist ja durchaus, passt zu ihm, weil er halt einfach diesen langen grauen Bart oder weißen Bart. So dieses Auftreten, körperlich stark, kräftig, das passt halt zu ihm. Das ist. Richtig. Und der Fischjunge ist halt eigentlich, na, eigentlich ist er ein Bootsjunge, der ist ja ein Bootsbauer oder was. Ja. So,
ist ja eigentlich schon im Dienst auch von Velaryon gewesen, als Schiffsjunge oder Bootsjunge oder wie man das auch immer nennt. Er ist halt vom Velaryon-Stamm sozusagen. Ja, ist ein Velaryon, genau. Er hat ja auch ein Seepferdchen drauf, ne? Richtig. Ist ja Fisch. Also ja, Meerestier. Ja. Die Seeschlange. Ist also absolut nicht negativ. Genau, der einzigste, der nee. Negativ ist, ist der Dödel und der ist ein Dödel. Schon alleine, wie er sich benimmt am Tisch und so. Das ja, kommt alles. Ja. Ach, furchtbar. Da passt eigentlich überhaupt nicht rein. Richtig. Das eigentlich nicht. Aber ja, wir sind im Endeffekt aktuell bei 5 Drachen. Also ich habe die 3 neuen Drachenreiter im Endeffekt. Ich habe Rhaenyra, ich habe Daemon. Dann haben wir einen Jacaerys, Nummer 6. Dann haben wir die Tochter vom Daemon mit der, heißt die nicht auch Baelor? Ich meine, oder Baelor oder irgendwie sowas, ne? Ja, so also die etwas, die mit einem kleineren Drachen, sind wir schon bei 7. Und ich habe mit Sicherheit noch irgendeinen Charakter vergessen. 100 pro. Also ja, wir sind momentan sehr, 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 sehr krass, was Drachen angeht. Die eine von, die wo durch das grüne Tal rennt im Moment. Das sieht man ja. Die wird ja auch noch eine Drachenreiterin, die genau. Die ist ja dem einen Drachen dahinterher. Und ich denke mal, dass die auch noch eine Drachenreiterin wird. Ja. Also gehe ich davon aus, weil das ist ja der wilde Drache. Der, oh Gott, wie heißt er? Schieb, Schaf, Schlafschlechter oder irgendwie sowas, ja, irgendwie sowas, irgendwas mit Schaf. Der ganz wilde, der hat ja mit auf Drachenstein, ist der ja nicht mehr, der ist ja ab, sozusagen. Genau. Mal abwarten. Richtig. Ja, mal gucken. Aber damit hört ja auch die Serie mehr oder weniger auf, ne? Im Prinzip, also man sieht ja sie, wie sie vor dem Drachen da steht und ich habe ihn gefunden und dann er sieht sie und sie sieht ihn und sie will ja unbedingt, weil sie hat ja noch keinen. Richtig. Leider. Ne? Weiß zwar nicht, warum bei ihr das nicht so gewesen ist, weil normal kriegt ja jeder einen Drachen. Vielleicht ist eigentlich, der gestorben oder nicht geschlüpft. Aber ist der nicht geschlüpft sogar? Ich weiß es gar nicht. Nein, das war der, wo nicht geschlüpft ist. Das kann sein, ja. Ja, irgendwie sowas, ne? Also, ja. Okay, Leute. Jetzt sind wir eigentlich schon 20 Minuten über... in der eigentlichen Folge. Aber ja, es bedarf halt auch... wird dann halt eine super lange Folge. Aber mein Gott, ja. Ja, macht doch, ja, das macht es ja auch aus, wenn man mal ein bisschen über die Stränge. Aber ich würde auch sagen, wir lassen es jetzt mal dabei. Ja, wie gesagt, Leute, guckt euch die Serien an. Wir können sie nur empfehlen, zumindest House of the Dragon. Wenn ihr Game of Thrones liebt, dann werdet ihr House of the Dragon auch lieben. Wenn ihr brutale Superhelden-Serien mögt oder gerne mal sehen wollt, dann guckt The Boys, ist kostenlos auf Amazon Prime und guckt nicht The Acolyte. Ja gut. Ja. Also könnt ihr natürlich gucken, aber haltet nicht so viel davon. So viel kann man, ne? Weil es wird vielleicht auch noch interessant für später dann, was noch vielleicht im Star Wars-Universum so kommt. Vielleicht ist dann das Wissen, das man so dann doch in der Serie so ein bisschen mitbekommt, vielleicht mal noch wichtig. Wer weiß. Ja, wer weiß. Vielleicht ist es irgendwann mal wichtig. Genau. Okay, gut. Dann würde ich sagen, haben wir damit die Serien besprochen. Und ich muss sagen, war da doch ein wenig interessant. Und nicht nur während der Arbeit darüber zu sprechen, sondern auch mal hier so privat jetzt mal darüber zu schnacken. Das ist sehr interessant gewesen. Aber wir sind ja noch nicht ganz beim Ende, weil eine Sache fehlt natürlich noch. Und das ist etwas, was mich sehr begleitet. Ne? Tracks of the Week. Natürlich Soundtracks. Ja, bei Serien reden wir von Soundtracks. Und ich überlasse erstmal dir das Wort. Ja, also ich habe tatsächlich, da ich Acolyte nicht gesehen habe, habe ich die gleich mal ausgeschlossen für mich, ne, weil dann kenne ich ja den Soundtrack auch nicht, ist ja klar. Ich muss sagen, The Boys Soundtrack ist gut, aber sind halt viele alte Lieder auch drin, ne, also so alte Songs, von die man kennt, sage ich jetzt mal. Ist aber nicht so mein Favorite, weil ich stehe dann doch mehr auf orchestrales. Gerade bei Fantasy, ne, ist immer Orchester mit drin, ob das Herr der Ringe ist, ob das Game of Thrones war, ob das jetzt auch House of the Dragon ist. Und
Da stehe ich drauf, das mag ich, finde ich geil, höre ich gerne. Da höre ich auch gerne mal epische Versionen oder bearbeitete Versionen. Gibt es ja auch immer wieder. Und deshalb ist diesmal auch House of the Dragon geworden. Es ist natürlich vom Soundtrack von Season 2 und es ist nicht Targaryen-Theme in dem Fall, sondern Rhaenyra-Theme. Die hat einen Auch eigenen Rhaenyra-Film, okay. Call of the Dragon Riders. Aha. Das Es finde ist ich auf jetzt dem interessant. Soundtrack Lied 14. Also, Soundtrack Lied wenn 14, du hast okay. ja, glaube ich, den wahrscheinlich auch offen, gehe ich davon aus. Ja, aber ich habe hier Part, warte mal, wo So, ist denn okay. Part fit? Ja, das ist hier gerade nicht betitelt, beziffert. Also wie gesagt, der heißt Ich... Call of the Dragon Riders, ist natürlich Ramin Ach da, Djawadi, jetzt habe ich ihn. ist die Ja. Musik. Das Arrangement ist bei Diego Mitre, heißt der. Ja, Ja, den finde ist bei ich mir mega tatsächlich geil. auch. Okay. Und ist so, zeigt so ein bisschen dieses Stolze auch, ne, finde ich. So Rhaenyra, Stolz, wie wir es gesagt haben, stolzer Drache. Und ja, finde ich einen geilen Song. War der, der mir im Ohr geblieben ist, sozusagen. Habe ich auch nicht lange suchen müssen. Okay, ja. Okay, ja, interessant. Ja, gut, warum Hauptcharaktere, wenn die da einen eigenen Theme haben? Klar, würde ich wahrscheinlich nicht anders machen. Ich habe es ein bisschen anders da gemacht. Anders da, anders da. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, es gibt in House of the Dragons, ne, die Grünen und die Schwarzen. Ne? Sie ist ja die schwarze Königin sozusagen. Ja. Und es gibt tatsächlich. Schimpft sich auch Targaryen-Theme, ja, Na gut. aber The Blacks. Das erste Lied, Ja, ist ja, gleich das Erste. und ist gleich das erste, ganz genau. Und was ich da halt geil finde, es ist ein valyrisches Lied. Weil, Ja, wenn man das da mag ich auch. reinhört, hört man oder man sieht auch, das ist nämlich sowohl auf der linken Seite, sieht man die valyrische Schrift, ja, und rechts im Prinzip die englische Übersetzung. Und das finde ich sehr interessant, weil. Es ist halt auch ein sehr orchestrales Lied. Und ja, sehr interessant. Vor allem halt auch mal eine fremde Sprache im Prinzip in Form eines Liedes zu haben. Und ja, deswegen nehme ich jetzt einfach mal. Ist auch hier Ramin Djawadi, Arrangement von Diego Mitre oder Metra oder whatever, I don't know. Metre, ja, keine Ja, Ahnung. Diego hört sich so ein bisschen Spanisch, Mitre, mit, keine Ahnung, Spanisch halt oder Portugiesisch oder was auch immer. Müssen wir mal. Diego Mitre. Vielleicht ist das auch gar nicht das Offizielle, was ich hier habe, die epische Version. Keine Ahnung, weil es steht ja Epic Version dabei. Müssen wir mal gucken, ob es da vielleicht sogar noch gar nicht offiziell, aber es ist zumindest mal geil. Vor allem, weil halt auch valyrisch mit dabei ist, das ist sehr interessant. Interessiert ist für mich halt sehr. Weil Ja, es ist, du, ist schon klar. Ich ja. höre, ich sag ja, ich habe ja auch damals schon mal dem Samuel Kim empfohlen. Der macht ja teilweise epische Versionen selber oder bearbeitet die Lieder nochmal. Da gibt es ja auch Targaryen-Theme, es gibt Game of Thrones-Theme bei dem. Der macht ja auch so epische Versionen, wo er dann auch zwei Lieder vermischt, sozusagen, manchmal. Auch für Star Wars und so. Ich finde sowas mega. Also ich kann sowas, höre ich zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier am Arbeiten bin, am PC oder so irgendwas mache, dann habe ich das so im Hintergrund auf dem Ohr, weißt du? So orchestrale Musik. Das beruhigt mich, das Ja. entspannt mich, das fokussiert mich dann auch. Also ich höre das wahnsinnig gerne. Ich habe zwar Scooter auf dem T-Shirt, also auch Hardcore geht, aber Ja, so klar. orchestrale Musik muss halt auch mal sein. Ja. Ja, ich lese jetzt hier gerade mal so die Beschreibung, weil das ist tatsächlich von dem Diego Mitre. Das ist ein YouTuber, der hat 144.000 Abonnenten auf YouTube. Und da steht auch dabei: This is not an official audio, it's a recreated made by me. Also, es ist kein offizielles Soundtrack Ah, von okay. den Targaryens. Und ich bin dann mal weiter runter. Und zwar scheint bei meinem Lied jetzt zumindest zu sein. Kannst du dich in Staffel 1 an die eine Szene erinnern, wo Damon in die Höhle geht und ein Lied singt? Ja. Und dieses Lied scheint hier bei meinem The Blacks dieses Lied zu sein. Also das, die Version wie Damon da unten. Und das ist ja Vermithor. Das ist ja der Drache
von dem Yu, der große Drache, ne, wo es ja da das Abgemetzel da gab. Und ja, der Drache hat ja versucht, Damon sozusagen zu, keine Ahnung, beherrschen oder wie auch immer. Und das, was der da drin gesungen hat, scheint wohl der Text auch bei meinem Track zu sein. Dann ist das schon so ein Special-Ding, aber ist ja egal. Ein bisschen tiefer geht die ganze Sache. Aber sehr interessant, wenn man da mal hier so ein bisschen... und ich meine, denn The Blacks gibt's auch tatsächlich nicht als offizieller Soundtrack von... können wir mal kurz gucken hier. Ist aber so ziemlich das Erste, wenn du House of the Dragon Season 2 Soundtrack eingibst, bei YouTube kommt der zuerst. So ja? Ziemlich. Na, also der muss scheinbar schon beliebt und bekannt sein. Der muss wahrscheinlich schon, ja, aber wenn ich das so, das ist wie gesagt hier Epic Version, Epic Samuel Kim gibt's ja auch, der hat ja auch eine House of the Dragon Version, aber tatsächlich, wenn man dann ins Offizielle, da muss man ja hier House of the Dragon Ost eingeben, ne, da kommt ja dann eigentlich die offiziellen Playlists von Soundtrack von HBO, bla bla bla. Season 2. Also offiziell. Ja, da muss man halt so ein bisschen. Also es gibt ja auch viele, viele Epic-Version, nenne ich jetzt mal. Ne? Weil kann man ja auch machen. Und ich fand das jetzt halt mit dem Valyrisch, wo da im Hintergrund noch gesungen wird, fand ich sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Also hat mir gut gefallen. Ah ja, steht da in der Beschreibung, it's not the official audio, it's a recreation made by me. Ja, okay, alles klar. Egal, ja, auf jeden Fall fand ich das aber geil, es hat das was hat mir mit, gefallen. Ja, es, genau. Es ist ja die Musik, also die Grundmusik ist ja die vom Soundtrack, glaube ich, also zumindest die Grundmusik ist die von Ramin Djawadi, von dem, der den Soundtrack ja gemacht hat. Und der hat es ja nur nochmal neu arrangiert. Das richtig. Verstehst du als Musiker dann sogar nochmal besser wie ich. Ja. Was ein Arrangement ist. Ja, im Endeffekt... Ja, ein Arrangement ist im Prinzip der Aufbau. Richtig. Also okay, wie baust okay, ein, okay. Ne, der Aufbau eines Liedes nennt man Arrangement. Ja, dann siehst du, so, also wie du die Sounds halt hin platzierst sozusagen, ab wann was kommt. Das ist Arrangement. Na gut. Genau. Und genau. Und wahrscheinlich hat er einfach gewisse Dinge genommen, nachgebaut sozusagen, das kriegst du ja mittlerweile, ist ja gang und gäbe, dass du da hier irgendwie was nachbauen kannst und hat es dann halt einfach mit seinen Sounds vielleicht noch irgendwas dazu gebastelt und so, damit es halt einfach, ja, eine eigene Version ist. Gut, genau. Passt. Also, trotzdem für mich gute Auswahl. Kann man so lassen. Okay, wunderbar. Ja, kann man so lassen. Gut. Und dann kommen wir dann auch schon zur Frage der Wagen, aber ich gehe mal davon aus, da wird nicht viel kommen, aber schauen wir mal. Gaming News. Ja, ich habe jetzt mit Absicht halt gesagt hier, ich glaube nicht, dass viel los sein wird, weil ja, ab heute. Bald. Heute. Was, ab heute? Ab heute. Ab heute? Ja, heute ist, glaube ich, der Tag für die... Ja, eigentlich ja. Geladenen Gäste, oder nicht? Ich meine, sie startet heute, wenn ich es richtig im Kopf habe. War das nicht also, nächste Woche? Wir reden über die Gamescom. 21. bis 25. ist es nächste Woche, Herr Weber. Scheiße. Deswegen sage ich ja, das ist erst nächste Woche. Sie startet nächste Woche, habe ich doch gewusst. Deswegen habe ich mir gedacht, da wird nicht viel heute kommen, sondern eher wahrscheinlich vielleicht nächste Woche oder vielleicht auch übernächste Woche, wenn wir über die Gamescom reden. Denke, ja, nächste und übernächste Woche wird es mehr geben. Was ich jetzt gelesen habe, war wohl, dass es Probleme gab bei gewissen Intel-Prozessoren. Die hatten wohl anscheinend irgendwie einen Fehler. Was da genau ist, müsste ich mal nachschauen. Also ich habe das nur am Rande mitgekriegt, dass es da wohl Probleme gab. Jetzt haben sie aber wohl festgestellt, das habe ich durch einen TikTok tatsächlich erfahren. Oh, man hat ja im Urlaub abends, wenn man dann im Hotel liegt, dann doch mal ab und zu ein bisschen TikTok noch aufgemacht, ein bisschen geswiped, wie man so schön sagt. Ja. Und da kam dann auch, dass AMD jetzt anscheinend auch bei allen Ryzen-Prozessoren Probleme hat, irgendwie ein Datenleck. Keine Ahnung, also das ist, habe ich mich jetzt leider nicht genau eingelesen im Urlaub, aber da gibt es wohl anscheinend was. Wenn ich da irgendwie was Brandheißes lese oder erfahre, dann sage ich das natürlich.
Was gibt's Neues? Also Spieleerscheinungen am Dienstag nächste Woche, also am 20. erscheint Black Myth Wukong. Das ist ja dieses chinesische Action-RPG, wo sich nicht Souls-like nennen will, aber wohl ein Souls-like ist. So liest man ja, also da sind die ersten Wertungen draußen, zumindest für PC. Komischerweise, PS5-Version weiß man gar nichts. Man hat noch nichts gesehen, man hat nichts gehört. Keine Wertungen, ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Also ich mache mir da so ein bisschen Gedanken, ob ich dann vielleicht doch nicht, also eigentlich war mein Plan, das am Dienstag tatsächlich auch, ne, zu streamen und direkt anzuspielen. Aber wenn die PS5-Version nachher Bullshit oder Crap ist, dann ist das natürlich mega scheiße, ne? Vielleicht warte ich dann doch mal noch ein, zwei Tage ab. So wie bei Cyberpunk haben sie jetzt Angst, dass die Version dann totaler Reinfall wird, weil da irgendwie nichts rauskommt. Mal abwarten. Die PC-Wertungen, aktuell liegt es bei 81. Das ist ja ganz okay. Alles, was über 80 ist, kann man wahrscheinlich durchaus eine Chance geben. Ja. Ansonsten, was natürlich gerade in aller Munde ist, ist ein Spiel. Moment, bevor ich jetzt den Namen falsch sage. Das ist ein Battlefield-Killer, wohl. Habe ich jetzt schon öfters gelesen. Delta Force Hog Ops heißt das Spiel. Okay. Meine, das ist sogar free to play, wenn ich es richtig im Kopf habe. Sagt mir jetzt aktuell gerade gar nichts, aber Also okay. für uns ist jetzt vor 2 Stunden eine Folge erschienen von den Pietsmiths, die haben es jetzt wohl auch angespielt. Ah, okay. Der Benny hat es, glaube ich, auch gestreamt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall ist es ein Battlefield-Spiel. Art Battlefield, ne? Also zerstörbare Map und so weiter und so fort. Und es muss wohl einiges richtig machen, was Battlefield falsch gemacht hat. Okay. Das ist mir so ein bisschen ins Auge gesprungen, weil das zurzeit auch viel gestreamt und gespielt wird. Okay, ja gut, Da es ja vielleicht um ist das Gaming ja geht, auch ne? Also, irgendwie. ne? Ja, warum nicht, ja. Ansonsten ist es tatsächlich noch relativ ruhig, dass jetzt bald das Star Wars Outlaws kommt und dass da gerade auch sehr kontrovers diskutiert wird. Kann man vielleicht auch erwähnen. Anscheinend waren da wohl in verschiedenen Sessions, durfte das Spiel wohl angespielt werden, auch schon von verschiedenen Creatern und Content-Creatern. Und es sieht wohl anscheinend nicht so gut aus, wie es scheint. Also so Grafik und sowas ist wohl nicht so bombastisch. Abwarten, ne? Das sind alles immer nur so Vorab-Dinger. Ja. Und da wird halt diese Geldpolitik von Ubisoft mit 28 verschiedenen Versionen und 1000 verschiedene Preise und was weiß ich, das wird halt schwer diskutiert. Ja, ansonsten Deadpool und Wolverine is now the most successful R-rated movie ever made. Ja, siehst du? Okay. Auf Kotaku. Kotaku ist eigentlich auch bekannt, ja. Ja, ist bekannt. Finde Ist ich richtig. witzig. Sehr gut. Hat wohl 1 Milliarde schon eingespielt. Also über eine Okay. Milliarde. Das ist Okay. natürlich okay, ordentlich. Ja, Ja, ansonsten, das wie klingt gesagt, toll. nächste Woche startet die Gamescom, dann werden wir mit Sicherheit hier ein bisschen mehr Zeit für die Gaming News haben, brauchen. Ja. Weil da wird es mit Sicherheit hoffentlich die eine oder andere Ankündigung geben. Also Sony, hoffe ich, kommt vielleicht mal was. Also von Sony selber, von der Monika Studio und so, da wartet man ja drauf. Da ist ja noch nichts, gar nichts bekannt im Moment. Yes. Xbox hat ja schon vorgelegt bei ihrem Showcase, der ja schon im Juni, Mai, Juni war. Ne? Das haben wir ja schon vor einiger Zeit gehabt. Die haben ja einiges Richtig. angekündigt. Sony wartet man noch. Nintendo ist nicht dabei auf der Gamescom, soweit ich weiß. Wartet man aber auch auf die Ankündigung der Switch 2. Aber the Pokémon Company ist da. Ja, Pokémon ist da. Ich hoffe mal, sie zeigen was von ihrem neuen Spiel. Also Ich bin mal gespannt. das XY oder ZX Z, Legends. Z bis A war doch Ja, das. irgendwie so. Legends Z bis A, irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ansonsten Also ich warte natürlich, ja auch ja, drauf. Sommerloch. Ist halt einfach Ja, Sommerloch. das ist tatsächlich ein Sommerloch, es ist zum Kotzen.
Das ist absolut. Gut, WoW erscheint jetzt auch. Ne? Also WoW, das neue Add-on, erscheint jetzt im August. Das War Within. Mm. Für die WoW-Fans. Okay. Toll. Für mich. Ja, weniger. Uninteressant. Ja, ja, aber gut, wir werden sehen, was noch. Richtig. Kommt. Genau, gut. Weil mehr bleibt uns ja auch nicht übrig, außer zu warten. Ne? Gut, dann haben wir das. Dann kommen wir dann zu das. Community Time. Wunderbar. Ja. Was gibt's Abschließendes zu sagen? Ich will auch gar nicht mehr so lange, weil wir sind bei fast 2 Stunden mittlerweile. eigentlich müsste ich schon lange im Bett liegen, weil ich, wenn die Folge erscheint, bin ich gerade am Arbeiten, Leute. Ja. Ne? Es nur mal so. Ist mega scheiße diese Woche gelaufen. Dadurch, dass ich jetzt im Urlaub war, hat man keine andere Möglichkeit mit dem Aufnehmen. Richtig. Oder schwierig, ja, aber sagen das wir macht mal so. Ja. Dann muss ich sagen, hier, Hut ab für Snooki, ne, dass er hier seine Zeit opfert. Weil ich bin im Urlaubsmodus. Bei mir ist es relativ entspannt. Ja, aber das macht mir nichts. Also passt, alles gut. Ja, ja. Ja. Ja, genau. Deswegen, Herr Weber, abschließende Worte, bitte, danke. Ja, also Community Time, wie immer, vielen Dank an alle, die uns hören, die uns schauen, die dabei sind. Gerne, ihr wisst Bescheid, ich wiederhole es trotzdem nochmal, gerne Kommentare, Likes, ihr wisst Bescheid. Lasst uns wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr wissen wollt, hören wollt. Wir sind für alles offen. Haben wir, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal bewiesen mit unserem Schmutztalk und was wir noch so hatten. Yes. Ja, jetzt war es ja so, wir hatten jetzt wieder... Vorbei, okay. Ja, da ist gerade ein Megamotorrad hinter mir durchgefahren. Also das war gefühlt im Haus. Grad, ja, ja, ja. Wir hatten jetzt wieder ein digitales Thema. Ich werde jetzt wieder ein echt Leben-Thema gehen, weil ich gedacht habe, ja, darüber könnte man vielleicht auch mal reden. Und zwar würde ich gerne über das Thema Freizeitparks reden, weil ich weiß, du bist ein Fan von Freizeitparks, auch gerne. Oh. Wir haben den einen oder anderen Freizeitpark schon besucht in unserem Leben, können da vielleicht ein bisschen was erzählen, ein bisschen Stories tellen, auch von Ereignissen, die sich da ereignet haben in den Freizeitparks. Vielleicht auch so ein paar Tipps geben, wo man hingehen kann. Vielleicht auch über Freizeitparks reden, die wir gerne mal besuchen wollen, wo wir vielleicht Pläne und Träume haben. Oder wo man nochmal hingehen will, wer weiß. Vielleicht war man ja in dem einen oder anderen schon, den man unbedingt nochmal besuchen will. Ich finde, ja, das passt auch zum Sommer. Ja, das ist ja, 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 ja. Wird zwar bei der Musik wahrscheinlich wieder schwierig. Aber kriegen wir irgendwie. Gar nicht. Sofort. Nein? Okay, gut. Direkt. Ich habe direkt was im Kopf. Sehr gut, dass du das hast. Da ist das Einzige, direkt. Wo ich mir selber gesagt habe, Song? Puh, muss ich gucken. Da habe ich, wenn ich an Freizeitpark denke, habe ich direkt was im Ohr. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann werden wir nächste Woche über Freizeitparks reden. Ich finde es geil, geiles Thema. Gefällt mir. Ja, da kann man, oh Gott, im Himmel. Oh Jesus Gott, da ist schon einiges passiert. Aber egal, gut, dazu später, nächste Woche mehr. Später. Ja, in dem Sinne, ja, später. Nächste Woche. Ihr wisst Bescheid, Snookis Worte, schönen Tag, schönen Abend, was auch immer, wann immer ihr die Folge seht und hört. Du hast schönen Mittag vergessen. Ja, schönen Mittag auch. Okay, schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend. Ja, ist halt mein Spruch, ist alles okay. Ist sein Spruch, ich habe ihn kopiert, Mann. Und die Hände auf der Decke lassen. Ja. Jetzt haben wir sie alle durch. Hallo, das sind meine Sprüche. Nee. Jungs und Mädels, macht's gut. Außerdem war das eher lieber machen lassen. Ja. Und nicht Hände auf der Decke lassen. Habe ich jetzt einen eigenen Spruch. Lasst lieber eure Hände auf der Decke. Ist zu warm für unter der Decke. Ja, das stimmt. Alle am besten ohne Decke. Oh, noch besser. Gott. Alles klar. Ja, alles klar. Gut. Dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Bye, bye.